Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Wir sind wieder live und spielen jetzt Switch and Signal. Da steht's, von Cosmos. Von David Thompson ist der Autor. Gemeinsam ans Ziel. Am Untertitel merkt man es schon, es ist ein kooperatives Spiel. Und ja, das Cover und der Name lassen auch beim Thema keine Fragen offen. Es geht um Eisenbahnen. Wir steuern gemeinsam hier so eine ja, verschiedenfarbige Eisenbahn durch Mitteleuropa. Ist tatsächlich ein zweiseitiger Plan. Auf der Rückseite würde sich noch Nordamerika verbergen. Man soll aber mit Mitteleuropa loslegen. Und wir hätten auch so oder so in Mitteleuropa gespielt. Und würden jetzt hier, fahren jetzt hier rum und müssen Waren zum Hafen transportieren. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir wollen also möglichst geschickt da halt das brauche ich bestimmt noch. Wir müssen hier mit unseren Zügen herumfahren. Waren einladen, also es gibt zwei weiße, zwei blaue, zwei rote, zwei gelbe, die müssen wir nach Marseille an die Hafenstadt bringen und dann haben wir das Spiel gewonnen. Die Züge werden auch tatsächlich mit Würfeln gesteuert. Also die Karten, dann bewegen sich, das ist wirklich so ein Würfellaufspiel, ja. Unglaublich. Ja, tatsächlich, unglaublich. Aber jetzt kommt der Kniff am Switch und Signal, das Signal kommt jetzt noch zur Geltung, denn Ja. es gibt einerseits halt solche Strecken, die gesperrt sind. Hier rot, rotes Licht, das wissen wir alle, heißt Rote anhalten, Laterne, ja. stopp, bitte nicht weiter. Und grün heißt, sie können fahren. Das heißt, wir müssen einerseits gucken, dass die Strecke überhaupt freigeschaltet ist, auf der wir da entlang lokomotiven wollen. Und dann gibt es auch noch Weichen, Dreier und Vierer, also quasi Das eine ist das Switch vom T-Kreuzung und Signal. da geht's ganz genau, das ist der Signal und Switch. Switch. Das ist jetzt Ja. der Switch. Da Ja. können wir natürlich auch die Weichen switchen. Also da ist immer die helle Strecke ist offen und da, wo so ein Steinchen liegt, da ist gerade blockiert und dann muss man das halt umstellen und dann ist was anderes offen. Ah, es ist. Und das Ganze tun wir tatsächlich eben kooperativ. Wir können einmalig unsere bestimmte Helfer noch zunutze machen, die hier links oben auf dem Spielplan angegeben sind. Das ist aber wirklich nur ein einmaliger Effekt, den wir Einmal halt im im ganzen richtigen, Spiel. ja, tatsächlich, im richtigen Moment halt in dieser Partie nutzen müssen. Eieiei. Wenn hier irgendwelche Dinge nicht klappen, ja, wir bringen einen Zug ins Spiel in der Stadt, wo schon ein Zug ist, verlieren wir Zeit. Andere in Zug prallt in den Zug. Ja, ein Zug will drei fahren, kann nur eins fahren, weil die Strecke blockiert ist, verlieren wir Zeit. Und jedes Mal, wenn diese Zeit hier abgelaufen ist, also de facto diese Tokens an der Uhr uns ausgegangen sind, dann müssen wir eine dieser Zielkarten, dieser Fahranweisungskarte. Oh, eine Stimme hat gesagt, Ja, das Fahranweisungskarte. klingt sehr Fahranweisungskarte. eisenbahnerisch. Ja, das ist wahrscheinlich genau. So heißen halt diese Karten und dann darf man da auch von der Begrifflichkeit nicht Kein Fall. abweichen. Versteht ihr das? Ja. Diese Fahranweisungskarten, die liegen hier und die sind unser Timer. Deswegen auch nochmal die Uhren drauf. Wenn die uns ausgehen, dann haben wir das Spiel verloren. Das heißt, wir müssen sauber planen, sauber arbeiten. Fehler werden bestraft. Je mehr Fehler wir haben, desto härter wird es für uns, das Spiel zu gewinnen. Das gilt natürlich, ja, die Uhr bedingt die Uhr. Natürlich, natürlich. Ja. Und wir haben natürlich Handkarten, Ja. weil unsere Runde besteht dann letztlich darin, dass wir einmal eine dieser Fahranweisungskarten aufdecken, wenn keine mehr da sind, Game Over. Danach, da sind dann so Sachen drauf wie, dass oft werden Züge ins Spiel gebracht. Da können wir auch oft entscheiden, ja, welche Farbe Zug wollen wir jetzt ins Spiel bringen. Dann wird allerdings gewürfelt und es wird entschieden, in welcher Stadt dieser Zug jetzt spawnt. Ja, das meinte ich vorhin mit, hoffentlich ist da nicht schon ein Zug, weil das würde uns auch Das sind dann Zeit diese kosten. Zahlen aus dem Ganz genau. Außen, Und dann, also das können wir eben nicht, ja, oh super hier, da kann der einfach durchrauschen, kommen wir jetzt nicht da rein. So einfach ist es halt auch nicht. ja. Die Sondern tauchen, da. also ist ja auch wie im echten Ja. Leben, so Lokomotiven tauchen einfach zufällig irgendwo auf. Das ist so. Hast du noch nie die Geburt einer Lokomotive miterlebt? Und dann haben wir Aktionskarten. Da haben wir jetzt am Anfang fünf auf der Hand. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ziehen wir dann auch immer wieder auf fünf nach. Das heißt, es ist durchaus. Oft wirst du alle nutzen, du musst aber nicht. Du kannst Man auch sieht sagen, auch, ich will die ne? jetzt aufheben, ich brauche die nachher Max irgendwie ist so. 10. Das Max ist sogar 10. Okay. Du kannst also sogar mehr haben. Also Und man zieht man. sogar 5 nach. Nicht auf 5, sondern man zieht 5 nach. Ah, alles klar, sorry, das hatte ich tatsächlich falsch abgespeichert. Das bedeutet, mit diesen Karten kannst du halt einfach Aktionen machen. Ist Ja. ja ganz klar. Damit kannst du so einen Grüne. grünen Stein versetzen und halt Ja. eine andere Strecke freischalten mit diesen grünen Signalkarten. Dann gibt es Weichenkarten, wo ich halt so eine Weiche umschalten kann. Und dann gibt es Karten, mit denen ich jetzt einen einzelnen auserwählten Zug vorwärts bewegen kann. Wobei, das sei an der Stelle auch mal erwähnt, es gibt nicht grundlos drei Farben mit den Loks. Nicht nur, weil es einfach hübscher aussieht, sondern das sind auch noch unterschiedlich schnelle Züge. Der schwarze Zug ist der schnelle Zug. Der hat einfach die meisten hohen Augenzahlen. Na Ja, da klar. kommen auch eine 5 und so, der kann richtig, richtig rasen. Der braune Zug ist der normale Zug. Ja,
Der fährt so 2, 3, 4, hat auch mal eine 1 dabei. Der fährt halt normal schnell. Und dann haben wir hier noch, das alte Ding ist eigentlich schon längst aus. Ja, ihr wisst schon, wie es ist. Ja. Die sollten eigentlich schon längst durch solche ersetzt worden sein. Aber sie tuckern da halt noch so rum. Ja, lässt noch auf sich warten. Die tuckern da halt noch irgendwie auf der Strecke rum. Ja. Okay. Blockieren wahrscheinlich auch sehr oft dann eben unseren Weg. So, das ist es. Und es beginnt, wer zuletzt auf einen Güterzug gewartet hat. Lass mal eure Karten auf den Fächer oder ja. Beziehungsweise wegen eines vorbeifahrenden Güterzuges warten musste. Ja, man sieht es, ja. Oder sowas in der Art. Güterzug, wegen eines durchfahrenden Güterzugs warten. Mhm. Das ist eine gute Frage, aber ich weiß auf jeden Fall, ich musste schon oft jetzt, ich fahre jetzt ab und zu mit dem Zug, ich halt auswärts wohne, da musste ich auch schon mal ab und zu auf den ICE fahren. Ja, ich verlasse ja das Haus nicht. Das genau, also da ist es eigentlich einfach. Ja. Okay. Aber da du jetzt die Regeln intus hast, musst du jetzt sagen, was ich genau machen muss. Du musst jetzt eine Fahranwendungskarte auf... Fahranweisungskarte aufdecken, die uns jetzt verschiedenste Züge anweist zu platzieren. Das ist die Startkarte. Das heißt, wir müssen einmal natürlich einen schwarzen Zug platzieren, einmal einen braunen Zug und einmal einen grauen Zug. Das heißt, haben wir nachher nichts. Das ja, logisch, ist jetzt für schwarz. Kommt schwarz auf die 10. In Wien. Aber habe ich es richtig verstanden, wenn ich jetzt nochmal eine 10 würfel, dann gibt es gleich Crash? Ja. Okay. Acht. Die 8 startet da oben, Rostock. Und auf 7. der 7 haben wir den langsamen alten Klepperzug. Ziemlich nah bei Bremen. Bremen, ja. Und die fahren natürlich auch in die Richtung in der Stadt, können die sich dann auch drehen, wenn wir da lustig sind. Aber eigentlich kann der jetzt natürlich dann nicht auf so einem Gleisstück hin und her fahren. Das machen Züge halt nicht, wie man weiß. Ich habe schon einen kleinen Fehler entdeckt. Statt Bielefeld müsste das natürlich Essen heißen. Normalerweise ist doch auf jedem, das weiß eigentlich jeder, auf jedem Brettspielplan ist doch Essen. Ja, das stimmt. Es steht auch extra in der Anleitung, das ist jetzt nicht, also erspart euch die Mails, dass da die Abstände nicht irgendwie maßstabsgetreu sind und die Strecke da eigentlich gar nicht so eine Kurve macht, wenn man jetzt da nach Amsterdam fährt. Das steht extra drin, ja, das ist gut. Steht hier, warte mal, was steht da? Das fand ich auch ganz nett. Aus spieltechnischen Gründen befinden sich die Orte auf den Spielplänen nicht überall genau an den Positionen, an denen es sie in Wirklichkeit gibt. Die Schienenverbindungen stellen nicht immer reale Gleisverläufe dar. Ja, so. Das ist okay. Finde ich auch in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ja. So, okay, das war jetzt schon mein du hast jetzt das Einsatz, meine Einsetzung. Und jetzt kann ich Aktionen machen, nehme ich mal an. Jetzt kannst du direkt Aktionen machen. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich diese Karte ausspiele, theoretisch direkt fahren mit einem der Züge. Ja? Also die Frage ist ja, ich würde ja sagen... Hier müssen wir auf jeden Fall mit dem Braun als erster durch, bevor der Schwarze kommt, oder? Ja, da ist auf jeden Fall die Strecke halt irgendwie frei. Das sollte der auf jeden Fall irgendwie mal vorbeifahren. Also ich würde sagen, guck mal, da ist doch schon der grüne Ampel, ist doch für den Braun schon perfekt. Ja. Deswegen würde mir mein erster Zug jetzt, dass ich einfach den Braun bewege mit meiner Karre. Ja, na? Aber warum nicht? Meinst du nicht, der Schwarze soll losfahren? Zuerst ja, ist der, naja, weil ich dachte, Anfang ich meine, das sind wie viele Strecken? Das sind ja 1, 2, 3, 4. Der fährt ja auch schnell, gell? Ja. Das ist ja auch der schnelle Zug. Und da kommt er halt hier nicht rein. Deshalb würde ich sagen, jetzt den Braun, der ist doch normal. Also das heißt, diese Karte habe ich damit ausgespielt. Ja, haben wir unseren Ablagestapel hier. Da kannst du jetzt halt einen einzelnen Zug, also eine Farbe seiner Wahl bewegen. Und der bewegt sich halt entsprechend seiner Würfelzahl. Das hast du jetzt Züge kaputt gewürfelt. Zwei. Das war natürlich, ist ja klar, zwei Gleisfelder. Ja, ich wollte natürlich jetzt wollte natürlich schon in Berlin ankommen. Das wäre noch aber dass jetzt Verspätung in Berlin ist natürlich auch nicht ungewöhnlich, von daher würde ich sagen, passt thematisch ganz gut. Wir hätten Berlin gar nicht ansteuern sollen. Okay, aber das Ding ist, ich kann ja kann ich ja noch hier mit Signalen. Du kannst jetzt direkt mal vorplanen. Ich meine, die beiden gefallen uns ja, die Signale da also oben. Also auf jeden Fall eigentlich hier für den Schwarzen, dass er hier auch reinkommt, ne? Würde ich mal noch sagen. Einen nach Berlin von irgendeiner Strecke, wo kein Mensch langfahren will. Hier, guck mal, damit der, da habe ich es schon vorbereitet, dass der Schwarze jetzt auch nach Berlin kommt. Dann würde ich mal eine Weiche stellen. Ja. Und zwar, guck mal, der soll ja nicht nach Berlin, der würde ich sagen, fährt mal nach Amsterdam. Der oder? Kann da mal umsteigen. Genau, der holt da was ab. Und dann kann ich nochmal. Also sind das eigentlich schon die beiden Roten, die wir da einsammeln. Und dann müssen wir nie wieder nach Berlin. Nie oder? Wieder. Nie wieder nach Berlin. So. Ja. Ich habe noch eine Ampelkarte, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Guck mal hier, für den ist eigentlich schon die Ampel richtig gestellt. Für die hier auch.
Willst du die wirklich aufheben? Ja, warum? Dann heb sie auf. Ja klar, heb sie auf. Ich heb sie erstmal auf. Was ist eine Ampel? Eine Ampel. Und dann nehme ich jetzt wieder 5 neue. Und das war mein Zug. Habe ich das richtig gemacht? Ich schätze, wir werden, sobald da halt auch mehr Züge, werden wir froh sein, dass wir noch Ampeln umstellen können. Hauptsache, kein Zug wird gezwungen, irgendwo anzuhalten. Jetzt kriege ich 5 neue Karten. Genau. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Hier oben gibt es, wie gesagt, noch 3 Helfer, die wir irgendwann nutzen können. Ja, da können wir, wenn ein Würfelergebnis wirklich fatal ist, können wir nachwürfeln. Dann könnten wir auch die Dame bitten, dass sie uns erlaubt, einfach mit Zügen durch Städte durchzurauschen. Ja, aber sonst so normal hält man da an und sammelt dann eine Ware ein. Also müssen wir auch aufpassen, dass sie nicht zur gleichen Zeit in Berlin ankommen. Das sieht aber ganz gut aus. Hm. Ich decke einfach mal die nächste auf. Da müssen wir jetzt einen Zug ins Spiel bringen. Und zwar einen Zug in einer Farbe unserer Wahl. Und ich würde sagen, wir nehmen noch einen schnellen. Ja. Ja, wir wollen ja schnell fertig. Wir wollen schnell fertig werden. Ja. Dann haben wir Feierabend. Können wir hier auf diesem Partyschiff hier unten oder so. Ja. Ja? Alles klar. Aber es hat schon abgelegt. Zu spät. 11, oh Gott. Ah, nee. Ja, das ist perfekt. Ja, okay. Na gut, allerdings ist hier, der ist erstmal ein totes Gleis. Aber gut, müssen wir mal umstellen. Okay, und dann bewegt sich jetzt der Braune einfach so. Ja. Jetzt bewegen sich alle. Das ist dann tatsächlich, wenn wir halt auch zu viel von einer Farbe spielen. Aber das ist zum Glück ein grauer hier, oder? Ja. Oder ist das ein schwarzer? Das ist schwarz. Das sieht so grau aus, aber das ist ja, es ist dunkelgrau, ich gebe es zu. Ja, und das hier, es ist genau das gleiche. Schwarz. Ja, ja, guck mal. Ich hätte jetzt intuitiv, ja, guck mal, hier. Man kann es sehen, ja, ja. Grau ist eher weiß. Ja, 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 es ist, alles klar. Schwarz. Dann würfel ich, aber nicht gut. Ich würfel das. 4. Das heißt, der kommt rein und hält jetzt angezwungenermaßen. Weil der hält jetzt da an und lädt eine Ware ein. Ja, in Berlin wird er erstmal anhalten. Ach so. Ach ja, richtig. Wir müssen ja, sogar 2 Karten. 2 beliebige Karten. Nee, Zug beladen. Ich bin nochmal ganz sicher, ne? Genau, das hatte ich Hunter bisher auch noch verheimlicht. Das hast du mir verheimlicht. Gibt, beliebige Aktion, genau. Natürlich stimme aus der Regie völlig recht. Eine beliebige, für 2 beliebige Aktionskarten, die du abgibst, kannst du einfach eine ganz beliebige Aktion machen. Also du bist jetzt nie darauf angewiesen, auf irgendwas zu warten. Aber für eine beliebige Aktionskarte kannst du jetzt einfach und eben den Zug beladen den hier? Zug beladen. Genau. Aber halt nur, wenn wir dran sind. Jetzt sind wir ja noch gar nicht. Also du bist ja quasi dran. Ja, du kannst es ja gleich machen. Aber erstmal fahren wie wahrscheinlich alle weiter jetzt nochmal. Ja, der fährt jetzt erstmal. Ja, hoffen wir halt, dass der nicht dass der da nicht reincrasht. Dass der jetzt nicht zu schnell ist hier. Oh, das war wahrscheinlich schon die Gier, gell? Schnell zu, schnell zu. Ja, alles auf grün. Welcher Zug soll jetzt festfahren? Ihr sucht immer auf. Ach so. Naja, das ist in dem Fall egal, aber ich würde sagen, der kann ja sowieso hier, guck mal, der crasht hier eh rein. Ja, aber vielleicht gibt es halt eine 2, dann ist nicht ganz so schlimm. Ist egal. Ich würfel mal für den aus Wien. Ja? Eine 4. Das hat gerade noch 4. So gleich. 1, 2, 3, 4. Perfekt getimt. Ja, ja. Und, jetzt der, dann. Wo bist du den anderen? 4. Hey! Und jetzt verlieren wir wirklich 3 Zeit. Dadurch, dass so, für jeden Crash. Vollgas da reingefahren ist. Für jeden Crash 1, 2, 3, 4. Sonst wäre es ja auch relevant gewesen. Dass, also, ja, aber da hätten wir jetzt wirklich nichts machen können. Wir hätten im Prinzip vorausschauen können, dass hier der Elfer total gefährlich ist, weil der halt direkt hier... Das ist wie in echt. Auch der ICE kann ja auf den wenigsten können. Streckenabschnitten zeigen, was er wirklich kann. Ja, das stimmt. Das bringt gar nichts, moderne Züge zu bauen, kein wenn Problem. Die Streckenabschnitte kriegen wir alles hinterher hin. Aber das haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt kommst du dran. Ja. Jetzt kannst du wieder was Positives bewirken. Ich kann jetzt was Positives bewirken. Also das kannst du einladen. Ich werde auf jeden Fall mal dem Zug da diese Weiche umstellen. Ja? Ja, wohin soll er denn fahren? Ja, nach der Nürnberg. Muss irgendwie nach Nürnberg. Ja, das ist gut, ja. Das heißt, ich stelle die um, damit er zumindest mal hoch Richtung Prag fahren kann. Dann werde ich mit einer beliebigen Aktionskarte da oben einladen. Bei dann musst Zug, du da ganz schnell weg, damit der nicht... Steht. Dann werde ich schnell da wegfahren. Na, aber erstmal das Signal umstellen. Aber wo willst du denn hinfahren? Oh ja, natürlich. Erstmal das Signal umstellen. Nach Nürnberg. Kannst du nach Nürnberg abhauen. Der soll einfach durch Nürnberg durchrauen. Der muss jetzt nach Marseille auf direkten Wege. Das heißt, wir schalten dem das Signal hier grün. Gleis frei, alles klar, Fahrer genehmigt. Jawohl, Sie können fahren, Sie können fahren. Oh, vorsichtig, dass du hier nicht auch schon wieder crasht. Ja, keine Panik, der braune Zug, der ist nicht so schnell. Braune Zug fährt los. Achtung, drehen Sie zurück vom Bahnsteig. Tut, tut. Naja. Guck. Das ist wie der Zug bei Dumbo am Anfang. So, ich. Oder bei Clever und Smart. Zug oder Schub? Kennst du das? Ja. Zug oder Schub? Dann sagt der Zug, ich bin doch her, will doch nicht schieben. Und dann geht der eine, ja, ich weiß nicht, da stimmt doch was nicht. Und dann nimmt der eine Zug und der andere Schub. Und der eine muss halt dann den Zug ziehen und der andere den Zug schieben. Ja. Und da sind sie tatsächlich in Baden-Württemberg, glaube ich. Also bei den Schwaben Zugfahren.
Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Okay, du so, hast noch eine Karte. So viel Karte. Dazu. Ich habe noch eine Karte. Du könntest den ja hier reinfahren lassen. Ach so, weil der eh in der Stadt anhält. Ja. Oder der... Ja, ja, weil komm, da könntest du richtig reincrashen. Das du hast ist gefährlich. Recht, das machen wir. Da muss ich dann überhaupt würfeln, weiß ich gar nicht. Aber gut, hier, ich habe eindeutig was gewürfelt, was den Zug auch nach Berlin befördert. Gut, dann bist du fertig. Du kriegst 5 neue Karten und ich bin dran. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt verstehe ich. Also es ist so ein bisschen, ich würde sagen, wenn man mich jetzt fragt, es hat so ein bisschen was Pandemic-mäßiges. Nur halt mit Zügen und... ich mag so, halt ne? So Signale umstellen. Und das ist cool, das hat so ein, kindlich befriedigendes Gefühl. Ja? Absolut. Man erlaubt den Zug, jetzt darfst du da langfahren, tutu, und dann darfst du da langfahren. So, hier, einen beliebigen, wenn setzen wir ein. Überleg mal. Jetzt ganz keinen scharf. Schwarzen, nee, auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir so eine Olle. Die sind zu schnell. Dann nehmen wir es mal so. Irgendwann muss man die ja auch ins Spiel bringen. Die fahren halt auch danach, gell? Ja, das sind jetzt aber graue. Ja, das sind die hellgrauen. Das ist jetzt grau. Ja, die fahren danach. Dann müsste man, aber ist es irgendwo gefährlich, dass er irgendwo reinkommt und irgendwo jetzt eingesetzt wird? Nee, guck mal hier. 2, der fährt ja nicht mehr als 2. Komm, wir nehmen grau. Wir müssen jetzt mal was Blaues. Achso, das können wir eh nicht. Jetzt würfel halt mal. 3. Guck mal hier so ganz unten, da passiert gar nichts. Boah, da hätten wir einen schnellen gebraucht. Wie soll der denn jemals bei einer Ware ankommen? Ja, und jetzt wird der um 1 versetzt und der da oben auch. Achso, nee, du musst also entscheiden. Achso, von jedem einen. Der erste. Also, ich habe jetzt an den gedacht. Ja, ist okay. Dann den da oben, auch 1. Das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Gut, dann bin ich jetzt dran. So, also auf jeden Fall müssen wir den Braun da weg. Schnell. Wieso guck kannst mal. Du da eine 3 würfeln? Wieso jetzt dieser lang? Wer hat diesen langsamen Zug auf der Strecke Saragossa? Auf der Saragossa-Strecke, da brauchen wir noch einen schnellen Zug. Hier, ich werde hier einmal ein Signal umstellen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also guck mal, der Signal bringt uns ja hier gar nichts. Machen wir es Paris. Mal so. Keiner darf rein, Paris. Paris unter Quarantäne stellen. Nee, es muss in jeder Stadt immer ein Signal. Ach ja, stimmt, geben. Ja, ein Signal. Dürfen wir das nicht wegnehmen, richtig? Aber nehmen wir das hier. Dann ist das hier blockiert, ist das schlimm. Wie wollen wir denn fahren? Wir fahren so, ne? Dann nehme ich das hier. Okay. Und gut, den Braunen werde ich da wegbewegen, aber wir müssen ja auch den Schwarzen da irgendwie wegkriegen. Die Frage ist, was machen wir denn mit dem Schwarzen? Wir sollten, der Schwarze wird ja den überholen. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Parallelstrecke. Der muss eigentlich hier unten, hier so fahren. Oder oben rum. Da kann das schon unten durch, weil da ist halt auch die Strecke noch freigeschaltet. Ja, dann ist er nur ein Signal rüberbekommen, hier so, und dann kann der hier so rum. Das Einzige ist, was macht kann der bis hier? Salzburg durch. Guck mal, der hier wird aber so fahren. Ohne Tank. Der wird so fahren, dann fahren die so. Das ist wie russisches Roulette. Film, weißt du, mit dem Locken. Ja. Transamerika Express. Ja, das ist die machen Crash dann gleich. Egal, wir werden es sehen. Also Eisenbahner, kennen gut. Alle Zug-Action-Filme. Das heißt, drum. Train to Busan. Kennst du den? Zombies im Zug. Oh, der ist gut. So, ich mache jetzt einfach so, dass ich den hier, den brauchen wir nie. Nee, auch Morden im Orient nicht. So? Okay, warte. Jetzt halt, lenk mich mal nicht so ab. Ich bin völlig hier, sonst. Ich brauche eine beliebige, um. Aber dann ist ganz leise. Komm. Okay, gut, dann werde ich jetzt den. Ich werde jetzt. Ja, ich muss kurz nachdenken. Du willst doch nicht, dass ich. Also, ich bewege jetzt einfach diesen Zug. Ja, bitte. Hab doch schon gesagt, der muss da weg. Der ist zu lang. Mist, 1. Das gibt's dann fährt nicht. Der andere da oben rum. Über Hachim, Hannover, Bielefeld gibt's ja gar nicht, Frankfurt am Main. Ich fahre nochmal mit dem. Yes! So, jetzt bin ich hier und bleib hier einfach. Muss ja anhalten. Außer. Nee, ja. Muss ich ja. Und jetzt. Das Problem ist. Achso, und jetzt nehme ich eine beliebige Karte. Ja. Um den da oben aufzuladen. Und jetzt habe ich noch eine Weichenumstellungskarte. Eine Weichenumstellung. Jetzt überlegen wir mal, wo will denn der da... Wir die Frage mal, ist halt auch wirklich, was wir mit dem machen hier. Oder wir machen... Weißt du, was wir auch machen können? Ist, dass wir mit dem hier einfach so rumfahren und dann mit dem hier einfach so. Ich glaube, es ist besser, weil der nach da fährt. Schon die Weiche hier umstellen. Die da? Oder? Ja, dass der so fährt. Ja. Gut. Alles klar. Dauert zwar noch einen Tag, bis er gut, da ist, das war mein Zug. Ich fand den gar nicht schlecht. Ja, ich fand den okay. Also, ich komme. Ich decke eine Fahranweisungskarte. Was ist denn eigentlich, wenn man keine Züge mehr hat zum, oder ist das so abgezählt wahrscheinlich? Das ist, ja, können ja nicht eine Farbe nehmen, die... stimmt, die nicht da ist, richtig. Wir müssen erstmal alles setzen. Richtig, das ist ja immer egal, welche. Wir können jetzt, komm, wir machen das. Ah.
Wir verlieren Zeit. Immer bei allem, was nicht klappt, verlieren wir Zeit. Tick-tack, tick-tack, ja. Hier, hopp, hopp, hopp. Ja, jetzt überleg mal. Tick-tack, Hunter, tick-tack, braun, schnell, los, los. Ja, braun, ja. Du musst los, los. Los. Ja, ich weiß, ja, ja. Wir haben braun, wir wollten. Wir dachten gleichmäßig, da machen wir wenigstens falsch. Und 6 ist perfekt, weil der kommt hier oben. Ja, nach Calais ja, und der fährt nach Paris und dann nach Le Havre. So, aber erstmal werden jetzt alle Schwarzen bewegt. Oh, das ist noch nicht so gut. Na gut, welchen wir nehmen wir denn als mal erstes? An mit der. Was hast du jetzt mit dem gemeint? Also eigentlich wollte ich mit dem hier lang fahren, um mit dem so lang zu fahren und hier der nach da und der nach da. Ja, aber ist doch okay, oder? Ja, außer der macht jetzt mehr als 3, dann crasht er. Ja. Ja, schon schnell, ja. Aber egal, wir fahren jetzt mit dem nach Nürnberg. Ja. Oder? Nicht? Können wir eigentlich jetzt würfeln und dann noch entscheiden, ob wir da lang fahren oder hier lang? Das schon. Wir müssen nur entscheiden, welchen wir würfeln. Dann fahren wir jetzt mit dem und schauen mal, was er in so einem Tank hat. Aber das Problem ist halt, wenn wir hier runterfahren, dann müssen wir den nach, dann machen die wirklich den da. Ach so, ja. Frontal Zusammenstoß. Ja, komm. Der in der Hunter- und Kronen-Railway gab es mal wieder einen kleinen... Der muss jetzt nach Nürnberg fahren und er fährt mit 5. Aber wir müssen es trotzdem machen, sonst stoßen die aneinander. Komm, eine Karte verlieren wir. Okay. 1, 2, 3... 2. Oder würdest du ihn da hochfahren lassen? Nee, da kommt er auch nicht weit. Keiner geht nicht, da ist ja kein Signal. Wir machen das. 2. Das ist halt ein schlechter Start, aber es wird besser. Wir haben 2 verloren. Ja, ich habe 2 verloren. Ja, sorry, genau. Ja. Jetzt fährt der von da unten los. Ja, der. Ja, wir haben natürlich verkehrt rum ausgewählt. Ja. Ja, okay. Jetzt noch die Laben. Guck mal, die ja, da unten. Komm, ich mach der. Das mal. 1. Tut, tut. Da oben. 2. Okay, du bist dran. Jetzt tu was. Das würde meiner Tochter auch Spaß machen. Das also du musst jetzt, aber das Problem ist jetzt, also wir brauchen hier noch ein Signal. Ja. Oder wir machen es doch um. Du kannst natürlich auch mit dem hier lang fahren und dann fährt der so rum. Das geht auch. Dann kann er zuerst fahren lassen und dann das gleiche Signal umstellen, wie du willst. Die Frage ist halt übrigens, was wir mit dem hier machen. Also ich stelle jetzt erstmal das Signal um, ja. Dass Eigen. Der ja. losfahren kann. Ja? Dann fährt. Ja, das Ding ist, verstehst du, brauchst es, einer muss ja auch in die das Richtung fahren. Ein drittes Signal in die Stadt legen. Ja, deswegen, aber deswegen bräuchtest du, müsstest du nicht hin und her. Es reicht doch, wenn du ein neues Signal hier hin tust. Ja, kommt das her. Ja. Achso, du meinst, dass dann. Dann tu doch lieber ein anderes Signal hier hin, dann liegen beide, verstehst du, dann kannst du. Ja, aber von da hinten, da. Achso, ja. Klar. Ja, von da, genau. Zack. Nürnberg wird einfach auf grün geschaltet, alles. Genau. So, habe ich schon hingelegt. So, jetzt fährt der braune Lok hier los. Ja. Ja, mit einer 2. Genau. So, ist schon fast in Luxemburg. Okay, dann fährt der. Irgendwann soll er jetzt gleich nach Nürnberg rein. Der schwarze Zug da oben, oder? Weil, wenn du jetzt eine. Würfelanstandshalber, zack, eine 2, aber der hält ja in Nürnberg an. Ja. Ah, steigt ein, Leute, schnell, schnell, raus, rein. Hier, beeilt euch. Das ist immer alles ein bisschen schneller. Ja. Dem Zug. Eigentlich müssen wir natürlich jetzt auch das hier umstellen, weil der soll jetzt auch hier hin um den Weißen einsammeln. Dann stellen wir das hier um und jetzt kann ich direkt noch irgendwo eine Strecke grün schalten, weil das da hinten brauchen wir. Achso, ich schiebe es die gleich rüber. Ja, so, das würde Sinn machen. Mit dieser Karte. Habe auch alle benutzt. Sehr gut, sehr gut. Und hier 5. Ja, das ist ganz schön spannend darum. Okay, gut, ich bin dran. So. Eine beliebige einsetzen. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Schwarz, braun oder grau? Ich habe Angst vor dem Schwarzen. Ja, sollen wir mal langsamer jetzt nehmen, weil wir noch so mehr voller sind? Ja. Komm, dann nehmen wir den Grauen. Nehmen wir den Grauen. Ja. 6. Oh, das klingt nicht gut. Gecrashed. Da ist schon einer. Zwei Zeit, wenn die ineinander stoßen, weil da einer noch im Bahnhof steht. Richtig? Bitte? Da stand einer im Bahnhof. Der wollte eigentlich, wir wollten den, müssten dann einsetzen, ja, zwei weg. Und es passiert nichts. Ja. Verdammt nochmal. Okay, dann alle weg. Hier ist nichts mehr. Und das heißt, bedeutet, wir verlieren hier eine Karte. Von unten aber. Ist egal. Eine weniger. Die kommen wieder rein. Gut, jetzt werden aber alle Grauen mal bewegt. Jetzt kommen auch alle Grauen, damit die mal da wegfahren. Ich habe aber auch nicht mehr daran gedacht, dass der da am Bahnhof steht. So, 2, achso, der da natürlich hier unten. 1, 2. Der da. 2. Tut, tut.
1, aber dafür so ist hier, guck mal, der ist angekommen in Amsterdam. Ja, da bleiben wir. Ja. So, jetzt die braunen. Ich würde sagen, erstmal den neuen, den, damit der endlich mal aus Kaleda wegkommt. Achso, ja, ich habe da schon eingeladen. Nix da hier. Das ist so Black Fleet. Ja, 1. Und jetzt der hier. Auch 1. Der ist ein. Hey, das war der falsche, oder? Ah, verdammt. Bei nochmal beiden. Zurück. Ja, beide nochmal zurück. Eieiei. Also nochmal der Kaleda. Nicht so hastelig. 2. So, der. Tut. Ja, ist ja gut, der soll ja auch schneller fahren. Und der andere. Und der? Auch 2. Der muss hier runter. Guck mal, der ist alles schon richtig gestellt. Der fährt einfach. Ne, hier brauchen wir noch ein Signal. Er braucht da noch ein Signal. Gut. Aber das war jetzt diese Karte und jetzt bin ich dran. Genau, lass mal deine Karten ruhig offen da liegen. Ja. Darf deine Karten ruhig hinlegen. Ah ja, stimmt. Das ist sehr kooperativ. Richtig, dann sehen die Leute auch, was ich so habe. So. Also klar ist, der hier muss hier weg, sonst crasht der wieder in ihn rein. Ich muss den Schwarzen bewegen. Und eigentlich. Und hier, guck mal, das muss ich natürlich freischalten. Ich habe nur, ich habe nur eine Weiche. Das ist nicht gut. Nee, genau, das ist ja eigentlich richtig. Der muss hier erst durch. Der muss hier erst durch. Der muss da durchfahren. Und der hier könnte aber auch ihm hinterher. Aber der muss halt mal losfahren, sonst gibt es da wieder einen Crash. Genau, aber dann muss ich hier frei machen. Und dann müsste ich da grün machen. Aber der kann ja auch einen kleinen Umweg fahren. Aber Laufen. Wenn der hier nach da fährt, der crasht, die crashen doch schon wieder. Ach, der muss ist doch in 2 Schritten weg. Du fährst zuerst den braunen kurz da durch, da wird jetzt keine 1 würfeln. Jetzt gibt es ja mal ein bisschen Mühe. Ja, aber guck mal, aber wenn der zuerst ist, dann kommt der auf der gleichen Strecke hinter ihm und ist schneller. Oh mein Gott! Deswegen würde ich sagen, fährt der da. Der, guck mal, der fährt hier. Ich weiß schon, was ich mache. Ich werde mit dem hier das hier umstellen. Ja, damit der Freibahn hier hat. Das ist ein bisschen Mini-Metro auch. Ja, dann werde ich ein grün machen, nämlich der fährt ja dann hier, zack, so. Dann ist und jetzt lass ihn losfahren. Und jetzt lasse ich die beiden fahren. Alles klar. Also erstmal den da. Okay, ja. Erstmal den da. 4, sehr ja, gut. 1, 2, 3, 4. Ja, das war doch gut. Und jetzt, den könnte ich, aber müsste ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ich könnte dem allerdings auch nochmal, guck mal hier. Oh mein Gott, wo fährt der überhaupt hin? Ach, auch nach Nürnberg. Guck mal, ich nach hier. Gut gesehen, gerade noch. So stressig ist das als Eisenbahnsignalwärter. Ich könnte da oben noch einladen. So nah sind die Leute immer beinahe tot. Mit einer beliebigen Karte lade ich hier oben noch ein. Frage ist nur, was der macht. Der fährt halt dann einfach hier zurück, ne? Wenn wir da nicht irgendwas tun. Zuckelt einfach wieder die Strecke zurück, wo er hergekommen ist. Obwohl es eigentlich. Aber gut, das war mein Zug. Das können wir doch umschalten. Wenn ich eine Karte hätte, ja. Darunter. Ja, wenn ich eine Karte hätte, könnte ich das machen. Ich habe aber keine mehr. Du bist dran. Ja, ja. Du musst wieder hier. Ja, ja. Der Stapel, der schrumpft. Beschrech, ja, aber guck mal, wir haben jetzt schon gleich die ersten, haben wir schon im Ziel. Ja. Braun, grau. Ja, nicht so richtig gut. Guck mal, der crasht gleich. Wenn du jetzt einmal mehr als 1 würfelst, dann crasht der. Alle grauen. Also erst den da unten? Ja. Nein! Jetzt 2, natürlich. Ein Crash. Natürlich. Und jetzt den da oben? Der muss jetzt da zurückfahren. Ja, fährt er jetzt zurück. Tut, tut. Aber wenn wir jetzt hier umschalten, guck mal, wenn wir jetzt hier umschalten, dann kann er einfach hier nach hinterher fahren. Gucken wir mal. Oder der fährt dann direkt da lang. Ja. Das ist auch nicht so geil. Doch, aber da und dann dem hinterher. Das ist eigentlich schon gut. Ja. Einmal nur hier. Ja. Die in Bielefeld und die in Frankfurt. Und die, ja, ja. Genau. Das ist schon gut. So, das war jetzt aber erstmal der. Grau, jetzt schwarz. Ja, schwarz. Aber schwarz hat gute Freifahrt. Machen wir erstmal den da unten. Schwarz kann nicht viel passieren. Ja, der ist schon fast da. 5. Guck mal hier. 1, 2, 3. Ich habe gedacht, du hast in Frankreich angerufen. 2 oder was war das? 2 weg. Ganz knapp vom Ziel. Ja, ich hatte keine Karte mehr. Ich freue mich sogar noch über die 5. Na gut, jetzt der da oben. 4. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Das war brillant. Nürnberg angekommen. Jetzt bist du dran. Ich würde mal hier grün schalten. Ja, das würde ich. Aber hier musst du auch grün schalten. Ja, ich mache beides. Schalt. Danke. Grün. Und die holen wir aus Nürnberg weg, weil da müssen wir nicht mehr nach hinten raus. So, ja? Ja. Oder? Ja. Du hast keine Umschaltung. Wir fahren jetzt mit dem, müssen wir jetzt mal ankommen. Dann haben wir wenigstens eine Ware, ja? Damit wir das Spiel nicht verlieren. 8 zu 0. Ja? Diese Aufregung, die Schweißtreiben. Aber Lokführer. Trotzdem fährt der dann weiter wieder, ne? Nee, der kommt jetzt ins Depot zurück.
Tut. Okay. Musst du auch keine Runde warten oder sowas, kommt einfach ins Depot. Sehr gut. Ja. Naja. Okay. Dann haben wir die grün nicht, gestellt. Na, den, ja, aber den nicht fahren. Guck mal, der crasht hier als nächstes. Ah, den lassen wir jetzt da vorbeifahren. Wir können den oder hier, da mal schnell was einladen. Ja, weil der ist ja eigentlich sicher. Ja, lass uns das mal einladen. Okay, aber man darf auch nicht zu viel fahren. Die crashen nur, wenn nicht alles frei ist. Dann lädt der jetzt mal in Paris ein. Eine 1 werde ich auf jeden Fall würfeln. Wunderbar. Allerdings, wenn wir da nicht und jetzt lade ich da ein. Fährt er auch schon wieder. Fährt er nicht da hoch. Ja. Ja, ist okay. Komm, wer weiß, was da kommt. Aber dann sollten wir da noch nicht reinfahren. Weißt du? Falls ich noch keine Weichenkarte habe. Dann würdest du einfach noch warten. Ja, nee. Kannst ich ja kann warten. Ja andere Züge fahren. Ja, du kannst auch einfach... Also der stand ja hier. Die Frage ist ich muss halt, den ja nicht reinfahren, wenn wir Sinn denken, ja, dann fährt er da wieder nach Calais. Ach, guck mal, doch, du kannst einfach hier einladen und mit dem Schwarzen fahren, weil der ist frei. Das machen wir. Zack, der lädt hier besser. In Nürnberg ein und dann fährt der los. Genau, weil der ist schon voll ausgebaut. Dann warten wir, dann muss er erst, dann muss noch eine Weiche hin. Dahin, wo der, dass der rein und wieder raus kann in Paris. Ja, ist gut. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Du kannst dir 5 neue Karten holen und ich kann schon mal... guck mal hier, eine einfache Karte. Nur die Grauen bewegen sich. Naja gut, erstmal den da unten. Und dann gab es sogar so eine deutsche Komödie, wo einer so zum Wettbewerb teilnimmt, wo man so Bahnrouten auswendig können muss. Bahnverbindung, ich weiß nicht genau, das war ein ganz lustiger Film. Es gibt solche Leute. Der ist dann ganz weit gereist, weil der Wettbewerb war am Ende der Welt. Und da musste man dann irgendwie so Bahnstrecken. Guck mal, ich muss jetzt den bewegen und der fährt. Also wenn man im Chat eine Ahnung hat, wovon ich hier spreche... Filmtitel war es nicht mehr. Guck dir das mal an jetzt, was da passiert. Und dann ist der da hingefahren, ich weiß nicht mehr. Ja, ich guck ja, ich bin ja voll im Thema Zug. Ich hab das hier gewürfelt. Oh, da fährt er jetzt da hoch? Ja. Könnt ihr dann irgendwie wieder umdrehen oder sowas? Ja, was ist denn, wenn der in so einer Stadt da zurück ankommt? Zurück ins Depot, 2 Zeitware zurück in die Stadt. Boah. Das hat jetzt so richtig gut geklappt. 1, 2, 3. Wer hat denn diese Weichen gestellt? Ah, warte mal, sollen wir unseren Joker einsetzen? Ja, na, auch mal würfeln, meinst du? Oder guck mal, hier könnten wir doch einfach einen nicht fahren lassen. Ja, das machen wir. Gute okay, das Wahl. Heißt, wir machen den jetzt und lassen den einfach, das machen wir nicht. Ja, hier, diesen Herrn, danke, danke. Den machen wir einfach nicht. So, jetzt komme ich, das war ja nur die Kasse, okay. Da werden wir gefeuert worden. Gut, ja gut, dann werde ich gleich mal hier oben da weichen. Guck mal, dann werde ich hier mal. Entschuldigung. Hier, ich werde eine Weiche ausgeben, um gleich mal das hier, diese Katastrophe hier zu verhindern. Ja, auf jeden Fall. So. Bielefeld ist gefährlich. Und das müsste ich eigentlich auch umstellen. Ja, mach. Oder guck erst mal, immerhin kann der zwei fahren. Guck mal, hier ist okay, hier ist die Weichen ist eigentlich nur, das ist deren Problem. Der muss, der braucht. Wo will der eigentlich hin? Der fährt nach da halt. Der fährt da hoch, um irgendwie mal irgendwann, hier, irgendwo anzukommen. In Paris vielleicht. Der soll einfach nur nicht crashen. In egal, Paris. Was aber den könnte man hier mal ein Licht geben. Von ja, das hinten. Mache ich. Das von aber hinten. Jetzt werde ich erstmal hier noch eine Weiche umstellen, damit das nichts passiert. Ich habe ja zwei Lichter. Gib dem mal ein Licht. Ja, ja ich gebe dem mal ein Licht. Genau. Okay. Und jetzt habe ich noch ein Licht für den da oben. Ja? Mhm. Und da nehme ich hier Berlin, das braucht mir ja gar nicht mehr. Ach, da, nein, darf ich nicht. Ja, richtig. Danke, danke, danke. Ich weiß, du willst Berlin aufgeben, aber... Der hier. Jetzt die Frage, den oder den? Also eigentlich ja der hier, da haben wir mehr Platz, aber es dauert länger. Ja, trotzdem. Gut. Oder? Aber wir müssen halt alle möglichen 1000 Weichen wenn umstellen. Wenn der es nicht mehr schafft, vom Zeit her schafft es der auch nicht. Aber nehmen wir mal, guck mal, wenn wir das hier machen, hier müssen wir nur eine Weiche umstellen und dann ist es ist ja fertig, das ist viel besser. Ja, okay. Gut, so. Und jetzt kann ich noch einen fahren. Und da ist jetzt so ein bisschen... Kannst du reinfahren lassen. Ich kann noch einen Zug fahren lassen. Genau. Und soll ich einfach ihn fertig machen? Dann ist er raus aus dem Spiel. Ja, aber dann bewegt, dann verfällt. Aber der fährt irgendwie von alleine, weißt du? Ja, man muss eigentlich nicht wirklich was genau. machen. Genau, der fährt doch die Energie. Oh, guck mal, hier fehlt uns auch noch was. Nur mal so. Also den kann ich nicht fahren lassen, auf keinen Fall. Lass den jetzt mal reinfahren. Gut, also dann fahre ich... wo ist der? Da. Ja, da ist ja egal, der bleibt ja eh stehen. Halber. Nach Paris. Und ja, ich kann nicht einladen, habe keine Karte mehr. Du bist dran. Das ist auch eine Frage, diese unnötigen Aktionen. Macht man die nicht? Wir haben das neulich gemerkt bei Galaxy Trucker, was nicht, spielen hoffentlich einige hier. Wenn man da alle Schiffe sich bewegen, dann kannst du sie auch stehen lassen. Weil sich ja nichts ändert an der Reihenfolge. Aber mein Sohn und ich, wir bewegen halt immer die Schiffe, auch wenn sich alle Schiffe exakt gleich bewegen. Und neulich haben wir halt mit Leuten gespielt, denen ist das aufgefallen. Und die haben dann gesagt, sag mal,
ihr müsst die doch nicht bewegen, wenn sich alle. Das ist genau wie hier. Du musst doch nicht würfeln. Was für eine Zahl willst du denn würfeln, die keine 1 ist? Aber ich finde, ja klar. Das gehört irgendwie dazu. Okay, du bist dran. So. Fahranweisungskarte. Gut, dass wir da rein sind. Ach, der hat natürlich noch nichts gelernt. Ja. Aber kann den nach? Den, ach so, nein, der fährt jetzt raus. Was fährt der da los, ohne die Leute zu nehmen? Du hast gesagt, dass ich den bewegen soll. Oh, meine Herren. Scheiße, okay, ja gut. Der so, eigentlich soll der auch nach Amsterdam nehmen. Ja, ja, natürlich. Wir brauchen ja auch noch einen Zug da oben. Der soll nach Amsterdam. Das war der heimliche Plan. Ich wollte nicht, dass der in Paris. Deswegen fährt er jetzt auch gleich los. Aber wenn er mehr als eins fährt, dann fährt er. Okay, 2. Er fährt dort ganz leicht an die Weiche. Nein, der dotzt da nicht an, der fährt hier rum. Ach Gott. Ich krieg Kopfschmerzen. Okay, jetzt fährt der hier. Dann holt ihr halt aus Nürnberg was ab. Ah, jetzt habe ich eine 1 gewürfelt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, so, okay. Ja, gut, okay, aber es hätte schlimmer kommen. Wir haben Klopf auf Holz. Wir haben keine Dings. Es ist niemand gestorben. Nein, ja, so müssen wir es sagen. War ein guter Tag, ist niemand gestorben. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn wir ihn jetzt hier durchlassen, was überhaupt keinen Sinn macht, dann machen wir hier unsere fertig gebaute Strecke wieder kaputt. Ja, aber dann müssen wir den jetzt umleiten. Dann fährt der nach Nürnberg. Ja. Aber wir müssen irgendwas tun. Ja, du musst dann halt 2-mal Weiche umstellen dafür. Ich muss jetzt den braunen Zug da nach Nürnberg fahren. Ja, also. Ja, mach das. Ja? Also sonst Weiche. Ist das Katastrophe. So, einmal und ich stelle dem gleich die 2. um. Der rauscht da kurz durch. Ja. Okay? Dieser Schandfleck in unserer schönen Streckenplanung. Und der fährt da jetzt einfach durch. Okay? Ja, einverstanden? Ja, okay. Keine Widerrede? Guck. Ist schon allerdings fast da. Steht er hier vor. Ja, aber es war genau richtig. Weil sonst hätte ich zuerst noch hier die Lampe umstellen müssen. Machen wir jetzt auch. Nehmen das hier weg und bauen es ihm dahin. Ja gut, der kann dann einfach hier dem Schwarzen folgen. So, das ist schon wo okay. Will der hin? Na, der fährt da hin und okay. Dann fährt er hier runter. Aber das Problem ist, was ich jetzt mit dem hier? Ich habe noch eine Lampe. Lampe? Ah doch, hier. Ganz wichtig. Mhm. Wo nehmen wir die her? Von hinter ihm. Nee, ist auch nicht gut. Das ist nicht gut, nee. Tja, wir haben nicht mehr so einen richtig frei, ne? Nee. Ja gut, wir könnten Nürnberg wieder, dann kann der die andere, die normale Strecke wieder zurücklegen, dann fährt er halt. Da habe ich ja gerade das da hingelegt. Oder? Dachte ich. Damit er da rausfahren kann. Was ja, aber... Wo hast du die denn hergenommen? So wenige liegen auf der Strecke und so viele sind bei Städten. Hast du einen aufgegessen? Nein! Du hast doch eine grüne Scheibe gegessen. Es gibt halt nur 2, die nicht in Städten liegen. Du hast eine grüne Scheibe gegessen. Ja, weil Dürnberg hat... Aber guck mal, dann leg den halt nicht dahin, sondern leg ihn hier hin. Guck mal, das dauert Tage, bis der nächste Zug da ist. Wir müssen die kurz wieder zuschalten. Ja, also gut. Okay, gut. Dann also die da nachher. Kann nicht die Ampel 3 Wochen grün machen. Dann musst du das aber herausgeben. Was das an Licht kostet und wie viele Glühbirnen. Okay, du bist durch. Jetzt komm ich komm dran. Jetzt komm. Ja. So, hier. Oh Gott, was ist das denn? Erstens, zweitens, drittens. Ja, und du musst halt immer eine andere. Man kann sich aussuchen. Die Reihenfolge der Farben. Okay, aber erstmal, welchen wir einsetzen. Jetzt ist die Frage. Also nicht dreimal schwarz. Ja? Guck mal, man muss, wenn jetzt dreimal so ein Farbball kommt, dass nicht zweimal die gleiche Farbe ist. Ich weiß, dass es nicht so gut läuft, aber wir müssen ja auch wirklich das alles hier hinbringen. Ja, ich glaube, wir brauchen einen schwarzen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Geschwindigkeit. Anders haben wir einfach keine Chance. Achso, ja, das dürfen wir gar nicht aus. Guck mal, perfekt. Das wollte ich, weil Paris müssen wir nämlich. Das quasi, wo der schon vorhin schon perfekt war, ist der jetzt wieder drin. Und rauscht er direkt ins rote Licht. Ja, da kann ich ja noch was tun. Jetzt nicht so negativ. Wer baut denn so eine Zugstrecke? So, wer soll jetzt als erstes fahren? Schwarz? Nee, schwarz nicht. Ja, aber es bringt muss, ja nichts. Muss, ja. Lass uns schwarz hinter uns bringen. Stimmt, ja, es ist eine Katastrophe, ja, okay. Schwarz 5. Welcher ja, denn? Achso, nee, ach so. Ja, jetzt seien wir ehrlich, wir hätten den. Ja, genommen. Wir hätten ihn genommen. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen wir ehrlich sein, wir hätten den genommen. Ich habe eigentlich gesagt, ich also will den. Also ich habe dahin geguckt, bin ich. Ich habe ja, dahin okay. geguckt. Du hättest echt den genommen? Nein, ich habe gesagt, ich wollte lieber den hier als 1. Okay, welchen jetzt aber jetzt den? Jetzt nehmen wir 1. Ja, okay. Gut. 1, 2, 3, immerhin. Immerhin nicht 8:0 verloren, nein, sondern genau. 8:2. 2:6. Jetzt sollen die wir den braunen fahren. Und man muss ja schon auch einen schwarzen Zug auf der Strecke haben. Ja. Sonst. Also, jetzt fahren die braunen. Okay. Welcher? Der da. Ist egal. Ach, da braun ist egal. 4, siehst du. Nee, du hast auf nein, ich habe den auf den gezeigt. Ganz sicher. 1, 2, 3, 4. Ganz sicher. Oh. Okay. Ja. Dann machen wir ein Signal. Kein Problem. Und jetzt der andere. Da ist egal. Jetzt hast du mal gut gewürfelt.
Und jetzt noch den, die grauen. Ach, echt, liegt das wieder rein, wie bei Black Fleet. Also der. Mhm. Eins, zwei, der fährt zwar irgendwo hin, wo er eigentlich nicht hin soll. Hier und jetzt der. Gefahren. Nee, oder? Eine 3 hast du gesagt, eine Grau. Der oben, der ist das unsere. Aber wo dieser, fährt der denn hin? Ja, 1, 2 Crash. Ach, stößt das schnell da an. Ja. Oh, und ja, ich meine, erst ist er hier. Don't drink and drive. Ja, da haben wir leider. Das ist, oh, krass, das kann unser Tod sein. Ja. Wir haben ja schon wieder so eine Zeitkarte verloren. Jetzt habe ich sie schon, ist egal. Wir würden den Würfel einsetzen. Na, jetzt haben wir es nicht gemacht. Aber ja, beim nächsten Schlechten nehmen wir die Sachen hier. Das stimmt natürlich, wir hätten ihn, aber ja, so ja. Egal, okay, aber jetzt, ja, wir dürfen ja, ja, keine dritte Zeitkarte verlieren. Ja, jetzt muss das zu Ende gefahren werden. Ich bin dran und auf jeden Fall muss ich ja, diese Ampel hier schalten. Alles andere ist ja sofort unser Tod. Genauso wie diese Ampel. Ja, ja, das stimmt. Aber die ist noch tödlicher, okay. Die ist noch tödlicher, weil der Zug so schnell ist. Und diese Ampel ist auch tödlich? Wenn der echt den weißen Zug hinsetzt, ist an den grauen. Gandalf der Grau. Was mache ich denn jetzt hier mit dem? Wenn ich die wegnehme, oder soll ich den hier so nachher fahren lassen? Guck mal, ich kann den da wegnehmen. Der crasht übrigens auch hier gleich rein. Sorry, only English, please. Ja, mach mal hier auf. Ja, auf jeden Fall, dann kann der da reinfahren. Ja, das ist gut. Paris ist aber auch chaotisch. Immer nicht in Paris umsteigen muss, so finde ich es auch immer chaotisch. Immer also, stressig. Der crasht hier rein und der crasht da rein. Also muss ich die ja wohl beide irgendwie schalten. Hm. Ja, wie viele Karten hast du? 18? Ja. So, 10 schaltest du um, genau. Aber wohin denn? Soll ich einfach im Kreis fahren, ohne was zu machen? Der ist zu langsam für solche Faxen. Ja, da muss der doch darüber und der muss da jetzt hoch. Der muss da jetzt hoch. So, gut, der okay. Muss hoch. Okay, und jetzt kann ich fahren. Ah, übrigens, der crasht auch gleich hier rein. Aber der fährt da, jetzt halt nicht. Ich könnte 2 Karten abgeben, um den. Ja. Das ist vielleicht besser, oder? Okay, mach. So. Ja. Man kann nämlich 2 beliebige Aktionskarten einfach, um es auch mal gezeigt zu haben, abgeben. Jetzt bin ich gar nicht beliebige gefahren. Aktionen abzugeben, aber gut. Auszuführen. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, das ist. Zwar. Dieser Karte. Also, ich würde nicht noch einen schwarzen einsetzen an deiner Stelle. Ich wollte dir gerade sagen, wir müssen jetzt mit Vollgas dem Ziel entgegenrauschen. Also, jetzt lassen wir nur mal rein. Der hier würde das hier hinbringen. Rot, fertig. Der hier lädt Weiß ein, fährt theoretisch nach Marseille. Also wir brauchen Weiß, halt nochmal von fertig. Amsterdam und dann brauchen einer muss noch nach Paris, einer muss noch nach Amsterdam. Was? In der idealen Welt würde er nach Paris fahren. Ja. Also brauchen wir eigentlich jemanden, der nach Amsterdam fährt und da was. Stimmt, und den müssen wir ja nur einmal hier so machen, dann würde er nach. Aber da wir gar keinen Einfluss haben auf die Stadt, hilft uns das ja gar nicht, weil der Fahrplan. Wir müssen den schnellen nehmen. Ja, okay, gut. Das hast du jetzt aber gesagt. Ja. Wieder eine 6. Dann haben wir 2. Ne, 11. Da waren wir noch nicht. Oh Gott, da waren wir doch schon. Aber das, immerhin kann er 3 Felder fahren. Hm, stimmt, gut. Okay, wir können uns jetzt überlegen, aber dann müssen wir nur 2 müssen ja. Fahren. Und? Also nicht braun, weil sonst Warum? Fährt der wieder weg. Ach so, ja. Oh Mann. Ja, dann halt nicht braun, damit ist ja schon entschieden. Wenn wir 2 Farben von 3 nicht braun, was bleibt? Ja, dann mach den da. Schwarz. Ja. Okay? Der. Ja. Eine 2. Ja, sehr gut. Kein Unfall. Der fährt, ich würfel aber mit einer Atemberaubend schnell. Der Paris rauscht ein. Einfach so voll und macht so voll dran so. Okay, jetzt. Ja, jetzt grau. Ja, ja, logisch, grau. Nochmal überlegt, gell? 2. Der muss jetzt hier anhalten, weil da ist voll. Nein, der fährt rein und crasht. Aber fährt rein und. Das geht quasi nicht, das heißt, der geht weg und. Echt? Der stoppt nicht? Ich glaube, der stoppt. Ich dachte, der stoppt. Doch, der stoppt doch. Was? Der ist jetzt gecrashed? Wirklich? Oder wie? Ich dachte, die halten dann an. Echt? Der dann müssen wir jetzt den Nachwürfel. Hat der Einser? Der hat immerhin 3 Einser. Ja, also Nachwürfel ist doch. Ist es Nachwürfel oder beliebiger? Ich glaube, es ist Nachwürfel. Erneut, ja, okay. Aber hält er da jetzt an oder fährt er da in die Stadt? Bist du sicher, Stimme in der Richtung? Also, wir gehen nochmal zurück.
Programm mal schnell. Da. Ich dachte, der stoppt. Da. Moment. Bewegungsregeln. Start. Muss ein Zug anhören, okay. Wenn die ineinander fahren, die Züge, dann crasht der sich bewegt hat. Und ah, der Zug, der gefahren ist, wird ins Depot zurückgestellt. Du hast völlig recht. Da hast du völlig recht. Der fährt da hinten. Ah, nee, wir können ja nachwürfen. Jetzt lass ihn nachwürfen. Ja, so, ja, wir riskieren es. Wir haben eine 50% Chance, dass das. Ich muss gar nicht so gucken. Ach so. Dass du keine 2 oder würfelst. Wie gut bist du im Würfeln? Auch nicht viel besser als du. Okay. Gibt es irgendwelche Eisenbahngebete, die du kannst? Nee. Okay, ich würfel jetzt, okay? Ich würfel jetzt. Ja, nein! Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt müssen wir aber den noch bewegen. Den anderen grauen. Na, das ist egal. Ja, du würfelst eine 3. Fröhlich ist. Ja, gut, die Zeit nehme ich gerne jetzt. Okay. So. Das war, ja, also er muss auf jeden Fall jetzt eingeladen werden. Eingeladen und weg. Die Frage ist, mit welchen Karten. Also weg, die können wir also nicht benutzen. Weiche ist auch ziemlich gut für den. Also der wird crashen, wenn du das nicht stellst. Eine grüne muss ich stellen, ja. Also brauche ich ein Licht. Also ich gebe mal eine Weiche ab, eine von denen ab, um den zu beladen. Cosmo sagt, der Zug muss anhalten und die Punkte würden verfallen. Oder? Nee, jetzt können sie falsch. Mach mal weiter. Aber ja, es ging ja noch gut. Und jetzt fährt der hier, braun, diesen Zug aus Nürnberg los, damit das nicht nochmal passieren kann. 3, sehr gut. 1, 2. Er hat das Licht weggemacht. Okay, egal. Nicht ganz so schlimm. So. Also hier fehlt uns theoretisch noch da ein Licht. Da fehlt uns ein Licht und da fehlt uns ein Licht. Und hier ist so ein bisschen schwierig mit dieser Ampel. Ja, da fehlt, und eigentlich muss jetzt auch noch einer einladen. Ja. Es ist so ein bisschen viel. Ja, aber ich muss einladen. Ja. Ich lade mit dem ein. Ja. Einmal Licht lade ich ein. Einmal Licht mache ich hier hinten weg und gib's. Ja, den. Ja, dem. Ich hätte es natürlich auch andersrum machen können. Mit der hier einladen, dann hätte ich noch 2 Lichter gehabt. Ja, aber mit der hier das musst du ja auch machen. Der crasht hier auch dagegen. Ja, das ist recht. Ja gut, dann ist egal. Dann schalte ich dem jetzt hier die Wahl. Was will der denn hin? Ja. Auch nach Paris? Ist der verrückt? Der muss nach Paris. Ja, ich weiß auch nicht. Da muss der woanders wieder raus. Da muss der nach Umweg über Amsterdam fahren. Okay. Ich finde, was sehr schön ist, ist so ein richtig schön chaotischer... Wenn jetzt nicht schwarz fährt, dann machst du noch ein zweites Licht nach Paris. Ja. Okay. So ein richtig schön chaotischer Fahrplan entsteht hier. So, das erinnert mich so an meine alte elektrische Eisenbahn, wo auch, wenn man natürlich einen Fehler gemacht hat, dann sind die Sachen auch, wenn man so falsche Weichen gestellt hat und so. Das ist... oder ich spiele gerne auf dem Handy Minimetro. Da muss man auch so Bahnstrecken und da warten da immer so kleine Dinge. Dann ist es wuselt so voll so, und dann irgendwann kommst du nicht mehr. Du kannst nachziehen und ich kann hier unsere nächste... Oh, guck mal, eine sehr schöne Karte. Was ist das am wenigsten Schlimmste, was wir haben, ist braun. Farbraun. Ja. Ja, die kommen an, dann sieht es besser aus. Der kommt an. Der kommt an. Oh, wo war das jetzt? Entschuldigung. Und der hier... Der fährt einfach ganz gemütlich. Solche Karten bräuchten wir mal öfter. 1, 2, 3. Gut. Okay. Und jetzt kann ich einfach hier uns aus der Patsche helfen. Also der ist einfach gut. Da muss ich auf jeden Fall... Ja. Gut wäre eigentlich, wenn da noch, weil dann könnte der auch eine andere Route fahren. Dann könnte, dass die sich nicht entwickeln, wenn der aber anders raus könnte. Verwenden. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, dann vielleicht doch nicht. Dann stell oben und dann fährt der. Aber der, gut, dann fährt der halt nach Amsterdam. Dann nehme ich den hier, ja. Aber der ist halt langsam. Weil die Strecke brauchen wir vielleicht nicht. So, und jetzt könnte ich noch 2 Weichen stellen. Damit könnten wir uns doch vielleicht retten. Wir brauchen noch einen Zug da oben. Ja. Also der nach Amsterdam, bis der da ist, das geht doch, das funktioniert nicht, oder? Das sind 7 Würfeln und einen schwarzen oder braunen Zug nach Bremen setzen oder so, wenn das klappt. Also 7 Aber das würde eigentlich häufig würfeln. Ja. Okay, was hast du jetzt noch? 2 Weichen. Also es ist ja die Frage, wirklich, was machen wir mit dem hier? Oder sollen wir den hier nach rechts? Aber das ist auch Blödsinn. Also die fahren einfach aufeinander zu, es sei denn, wir... Bau halt doch ein Licht um mit den beiden. Dann kann der da hinten raus. Dann kommt, aber da aber ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist alles voll hier, guck mal. Ja, dann... Oh,
Also eigentlich müsste man den nervt einfach nur. Der nervt, ja. Man müsste eigentlich den hier umleiten, damit der hier ja, dann kann. Schaltet er abbiegen oder irgendwo hinfahren. Dann lasse ich den abbiegen. Ja. Ja. Mhm. Fahr den weg und dann, genau. Dann mach die andere auch gleich, damit er da durch kann. So. Okay. Dann fahre ich ihn weg und dann fahre ich den schwarz. Aber dann, den schwarz fahre ich nicht, weil der ist doch verkrascht. Nee, jetzt nur den grauen erstmal. Ja. Da. Ja. Aber der darf ja auch nicht mehr als eins machen, weil der graue da ist. Dann fahre ich jetzt mit dem grauen. Dann ist der im Depot. Nee, ich fahre jetzt erstmal mit dem grauen. Ja, genau. Du fährst mit dem nach Nürnberg. Ja. Genau. Crash ist nur auf der Strecke in der Stadt, würde der vorher anhalten und in der Zeit abfahren. Ah, alles klar. Dann also fährt der nach Nürnberg, einfach, wunderbar. So, und dann fahre ich mit dem. Ja, damit er da nicht so rumstört. Ja, wunderbar. Soll er da ganz langsam fahren. Ja, und jetzt müssen wir hoffen, dass wir das wieder zurückgeschaltet kriegen. Eigentlich das hier auch, damit der hier durchfahren kann. Ja, also ich habe nicht mal gehabt, Aufregung. Oh Gott, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wenn wir natürlich in unsere Planung mit einbeziehen könnten. Aber wir haben immerhin die Hälfte geschafft. Zu gespannt. Zu gespannt. Du musst das hier ziehen. Wir könnten hier Züge durch Städte durchfahren. Das hätten wir natürlich auch gut nutzen können. Mhm. Na gut, jetzt schauen wir mal, was hier das Schicksal bringt. Einen Zug einsetzen und dann fährt er auch gleich. Ja, dann ist das jetzt... Nee, das können denn die... Das sind schwarze Züge, gell? Das sind schwarze, ja. Der kann ein bisschen... Ja, der kann auch nicht ewig, der kann zwei. Ja, komm, wir setzen einen braunen ein. Nach da oben und hoffen, dass eine 7 kommt. Wie nach da oben? Ja, aber ich würfel jetzt nicht. Wenn du zwei halt würfelst, dann kommt er da unten. Ich würfel aber nicht 7. Ja, ist ja gut. Es ist auch schon, ne, das ist siedlermäßig die 6, 7, 8, die wahrscheinlicheren Zahlen sind auch oben. Ja, aber wie weit also muss schon viel Pech haben. Wenn ja, wir haben eine 2 für den grauen Zug gewürfelt. Okay, ich würfel jetzt eine 7, ja? Ja, für braun. Ja. Bitte einen Räuberwürfel. 11. Eine 11. Dreimal eine 11 gewürfelt im Spiel. Fertig. Guck mal hier, gerade eben eine 11. Boah, das ist hart. Und jetzt fahren die Schwarzen. Welchen willst du zuerst crashen? Wir fangen mit dem an. Okay. Eine 4. 1, 2, 3, 4, passt. Jetzt musst du eine 2 würfeln. Eine 2 darf man nur würfeln. Beinahe. Beinahe eine 2, das sind 3 Zeit, 5, ist keine 2, es sind 3 Zeit, die wir dafür abgeben müssen, weil der mit Vollgas hier in die falsche Stelle. Du musst die beiden umstellen und du musst hier ein Signal machen. Deine und der muss mit deinem Karten. Also du musst den da rausfahren, dieses Signal umstellen, also diese Weiche und diese Weiche umstellen, hier das Signal. Hä? Und da auch das Signal. Du musst ziemlich viele Sachen machen. Gleichzeitig. Was soll ich denn zuerst machen? Der Graue fährt da weg. Der Graue sollte weg. Wobei, solange hier es rot ist, crasht der einfach nur. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber ich muss hier oben die Weiche umstellen, sonst ist ganz schlecht. Ja. Der hier runter kann. Jetzt kann der schon mal eine 3 fahren. Theoretisch. Ja. Wobei er eigentlich in diese Richtung hier, da soll er eigentlich nicht erlangen. Er soll ja eigentlich hier schnell lang. Aber gut. Das ist ein Wunschdenken, Ja, okay. Dann kann ich alles haben. Ja. Der könnte ankommen, wenn wir ihm. Stimmt, der muss ja. Dem muss man Licht geben, ja. Das dauert ja noch. Oder sollen wir es woanders herholen? Nach Bett. Also den da. Nee, brauchen wir auch. Nein. Soll der Graue jetzt da mal raus? Oder soll ich. Komm, wir lassen den Braunen ankommen. Oder? Ja, nee, der Graue raus und dann der... Der Graue fährt jetzt auf jeden und Fall. Und dann würde ich dem hier das Licht geben. Genau. Und jetzt kannst du... Eins, jetzt gebe ich dem Schwarzen das Licht. Ja, okay. Oder wir machen halt dazu, dass der dann da anhält. Ja, und das besser so ist es, glaube ich. Ja. Dann können wir da noch umstellen, wenn der Graue durch ist, kann der Schwarze auch herunter. Ja. Aber der hat ja noch gar nichts. Wenn der Schwarze das hätte, wäre es cool. Naja... Jetzt versuchen wir mal eigentlich den noch an. Müssen wir den nach Amsterdam schicken. Ich kann den nochmal fahren lassen, den Grauen. Oder ich lasse jetzt den Braunen da ankommen. Lass den Grauen. Ich lasse den Grauen, der ist so langsam. Der ist so langsam. Er ist langsam, ja. Er ist halt langsam. Was soll man machen? Ja, okay, aber wir sind, es ist immer noch nicht vollkommen alles verloren. Nee. Okay. Mhm. Erst der Braune und dann der Graue. Das ist eigentlich ziemlich gut für uns, muss ich sagen. Zuerst der Graue, erst den da unten. Ja. 2. Beinahe ankommen. Dann der da oben. 3. 1, 2, 3. Läuft. Das jetzt ist die Graue. Jetzt,
Sehr gut, ja, gut, gut. Okay, welcher Graue jetzt? Erstmal der. Ja, bitte weg. Der muss dann kommen, vielleicht schaffen die zwei. Eins, noch. Zwei, guck mal, der fährt so schnell, dass er dem noch hinten reinfährt. Und der da. Oh Gott, das wird, der da? Ja. Der darf nur eins fahren. Ja. Ja, okay, beinahe. Das geht noch. Aber wir verlieren. So, was heißt, ja, die zwei Karten brauchen wir schon noch jetzt. Okay, das war's aber für diese zwei Karten. Okay, fahr bitte den jetzt da rein. Sonst ist das. Fahr den da rein. Sonst geht's schief. Jetzt geht's um jede Ware, die unser Ergebnis verbessert. Okay. Bringen wir noch. Ja, ja, aber. Es kommt drauf an, wie man verliert in diesem Spiel. Ja, genau. Lokführer der Herzen. So, Signalwärter. Wie nennt man das denn? Signaltreiber, Signalsteller. Das Problem ist jetzt einfach, also. Signalier. Eigentlich wollen wir gar nicht, dass der hier reinfährt, ne? Weil das würde ja nur, das crasht ja nur. Ne? Ist eigentlich gut, dass da schwarz ist. In der Stadt wird dann. Der wird dann Zeit und das können wir uns auch nicht leisten. Es muss jetzt alles passen. Ja, es geht aber nicht. Ach so. Aber dann fahr mit einem. Ja gut, dann mache ich das hier, damit der wenigstens ordentlich fährt. Mhm. Und, ja, was mache ich denn jetzt? Also was müsste denn eigentlich passieren? Eigentlich müsste der hier nach Amsterdam fahren. Der nach Amsterdam. Und der müsste eigentlich umdrehen. Der müsste hier einen Loop fahren, auch über Amsterdam. Und der müsste eigentlich schon längst in Paris sein. Da ist irgendwas, ich weiß nicht. Irgendwas ist schiefgegangen. Der müsste schon in Paris sein, der müsste in Amsterdam sein. Soll ich jetzt was fahren einfach? Komm, wir fahren jetzt. Ja, wir versuchen den noch reinzubringen. Dann fahre ich jetzt mit zwei. Ist er doch so. Würfel jetzt in drei. Wo ist denn der Grau hier? Beinahe. Und dann kannst du noch eine Weiche umstellen. Brauchen wir eigentlich gerade nicht. Also der würde einfach hier hinterherfahren. Nein, der hat vergessen, also noch keine Ware. Ja, keine Ware. Du musst noch seine blöde Ware abholen. Also ich könnte hier zum Beispiel einfach so tun, als würde es was bringen, hier nach Amsterdam. Ja, klar. Aber wenn der mal da ist, kurz gestoppt hat, dann können wir sogar die Dame, dann könnt ihr durch Nürnberg durchfahren, dann bräuchte ich nur noch ein weiteres Licht. Stimmt, dann müsste ich eigentlich hier das nur hinmachen. Ja. Ja. Okay, aber Tilo noch mal nach und vorletztes. Oder letztes, je nachdem, wenn wir hier Zeit verheizen. Wir müssen den Zug einsetzen. Jetzt nehmen wir halt einen braunen, oder? Der fährt aber dann gleich. So, auf deine Gefahr. Aber was wäre denn im besten Falle? Was wäre die beste 7 Alternative? 7, ja, dann könnt ihr ja gleich fahren. Ja, das ist gut, ja. Okay, ja, gut, okay. Ja, das ist wahrscheinlich. Komm, jetzt würfel ich die 7, die ich vorhin schon würfeln wollte. Ach. Ah! Hat der ja immerhin 2 fahren. Ja, aber müssen wir da oben hin? Wir fangen mit dem, wir können beide nur 2 fahren. Wir fangen mit dem in Rostock an, okay? Ja. 1? Ja. Ich weiß noch nicht mal, was los ist. Und der andere fährt auch gemütlich los. Achso, und jetzt ist der weg, weil er reingeknallt ist. Dann ist das die letzte Zeit und damit müssen wir unsere letzte Karte leider abgeben. Also, aber, guck mal, so ganz eine Nullnummer war es nicht, weil hier. Der war ja eigentlich da. Mhm. Ja, also die Leute können jetzt nach einem Tag Verspätung deine Sachen machen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt. 2 pro Verfallenen bei den Crashes. Ja, also da war nur noch 1, das musste ich wecken. Da habe ich ja gleich die letzte Karte hier hingelegt. Ja, würden nur noch 6 reinkommen, das ist ja egal. Aber ich dürfte jetzt noch meine Aktion machen. Die Aktion darfst du, glaube ich, schon noch machen, oder? Oder ist es sofort vorbei? Ist ja dein Zug. Ist sofort vorbei oder darf ich die Aktion? Nee, die macht du noch. Dann kommt also sie sogar wieder zurück, sozusagen. Also 5 eigentlich. Genau. Eigentlich 5, weil wir halt, ne? Und jetzt kannst du deine Aktion noch machen, aber dann ist es vorbei. Und wir kriegen halt den einen noch ins Ziel. Also haben wir mehr als die Hälfte geschafft, gerade so. Wir fahren jetzt den Grauen auf jeden Fall noch ins Ziel. Tudut! Der ist in Marseille, wunderbar. Und ja gut, dann. Komm, vielleicht, damit es sich einfach besser anfühlt, fahren jetzt mit dem noch den Schwarzen einmal. Ja, wir können den Schwarzen. Weil der schon, dann kann er wenigstens eine blaue schon in die Nähe von Marseille. 1, 2, 3. Guck mal, wenn du den rumstellst, nochmal, kannst du ihn nochmal fahren. Ja, ich kann ihn nochmal fahren. Ja. Aber ja, als nächstes würden wir dann vermutlich hier so ein Licht irgendwie umstellen, dass der dann irgendwie fahren kann. Ja,
Ja, ja, also wir haben guck mal, zweieinhalb waren. Aber wie es immer so ist bei diesen kooperativen Spielen, ist ja auch gut, dass es wirklich auch eine coole Herausforderung ist. Und klar, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen glückslastig, ist natürlich auch dabei, wenn man nur 2, 3 und 12er würfelt, ist es halt schwieriger. Ist ja auch ein bisschen besser spielen mit Pandemie dann auch so. Ich finde es auch tatsächlich interessant, es macht tatsächlich Spaß. Es war sehr knapper als ich am Anfang. Ich dachte eine Weile, wir sehen überhaupt kein Land. Jetzt finde ich, hätten wir noch mal... Diese Karten sind schon... Also man muss da wirklich höllisch aufpassen. Das muss man sich wirklich klar machen. Das ist halt jedes ein kompletter Zug. Und ein Zug heißt halt 5 Aktionskarten im Minimum spielen, mit denen man dann doch wieder eine Menge machen kann. Einzelne Züge bewegen und so weiter und so fort. Wir haben ihren Bonus noch ungenutzt gelassen. Es gäbe natürlich, wenn man sich da festfährt, gäbe es auch in der Anleitung Tipps, wie man es leichter und oder natürlich auch schwerer macht. Ja, und ich finde es schon, ist halt cool, man muss sich halt so ein paar Strecken halt auch wirklich mit den Weichen halt festbauen, damit man nicht immer hin und her, damit man nicht immer so, man muss im Prinzip optimieren, möglichst wenig Aktionen, möglichst viel erreichen. So, ja. Und sie nicht das machen, was wir gemacht haben, so dass, wo so Leute im Kreis fahren oder in die falsche Richtung fahren oder sich crashen. Ja, oder halt so ein leeren Zug, der irgendwie dann wieder zurückfährt ins Depot und nichts gemacht hat. Das ist natürlich fatal für die moderne Streckenplanung. Genau, wir würden jetzt einmal zeigen, dass das Ganze auch noch eine Rückseite hat. Mit Nordamerika. Ja. Und zwar sieht die so aus. Ja. Aber es ist auf jeden Fall in dem Fall, finde ich wirklich auch spannend. Andersrum. Wirklich interessant, hier auch andere Streckenprofile zu haben. Guck mal hier so mit, das sieht alles gleich schon mal ganz anders aus. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es... Wenn es funktioniert, klar, ist natürlich auch... Das hat es natürlich auch... Ah, guck mal hier, da kannst du... Das haben natürlich viele Eisenbahnspiele. Da kannst du in 2 Häfen abliefern. Ah ja. Und musst, genau, du musst kannst du, in also jedem ein... Die Hälfte da. Hälfte das ist dann ganz anders. Westküste, genau. Ja, cool, also wirklich... Und du hast sogar auch hier, du hast eine andere Spezialleute. Ja, das empfiehlt die Anleitung auch. Genau, es gibt 3 neue Helfer dann auf der nordamerikanischen Seite. Und die Anleitung empfiehlt tatsächlich auch, dass man einfach erst in Europa spielt. Sieht man auch schon da, das macht es wahrscheinlich einfach noch, muss man noch ein bisschen besser aufteilen. Ist sehr schön. Tatsächlich, Switch and Signet von David Thompson. Gemeinsames Ziel bei Cosmos, eine der Spiel-Digital-Neuheiten, die wir hier gerade im Livestream gespielt haben. Lauft nicht weg. Ich stoße jetzt nur den Hunter aus dem Bild und ersetze ihn durch den Alex. Und dann stellen wir ganz kurz noch im Schnelldurchlauf die anderen Cosmos-Neuheiten vor. Aber ohne spielen, einfach nur kurz sagen, was hier los ist. Also würden uns freuen, wenn ihr da bleibt oder noch Nachbarn Bescheid sagt, mit Abstand natürlich, dass er doch bitte auch zur Spiel Digital kommen soll. Ja? Denn diesmal ist ja nicht, man muss nicht weit fahren, man muss irgendwie keine Eintrittskarte kaufen, am Schalter sich anstellen, man braucht keinen Spind, nix, alles von zu Hause lösbar. Bis gleich, ne?
Da sind wir schon wieder. Auf jeden Fall. Jetzt, wie versprochen. Warte mal, wir müssen erstmal grundsätzlich. Ja. Pete und ich haben das übrigens gewonnen. Switch and Signal. Könnt ihr auf dem Kanal nochmal nachgucken, wenn ihr mal wissen wollt, wie man, wow, wie man so eine Partie gewinnen möchte. Ja? Ja. Können wir das? Ja, wir wollten halt beides zeigen. Ah, ja. Wir wollten einmal. Verstehe, ja. Es war die gezielte Niederlage. Hat man gar nicht gemerkt, gell? Nee, habt ihr großartig inszeniert. Mhm. Es gab nochmal so ein bisschen die Frage im Chat, wie sieht es denn aus im Vergleich mit Pandemie? Also ist ja auch kooperativ, sage ich mal, das als diesen Gemeinschaftspunkt. Pandemie. Ich persönlich würde ja sagen, dass Switch and Signal noch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen zugänglicher ist, schon eher Einstieg für Familie ist, ja, aber schönes Potenzial hat. Also wenn euch Pandemie gefallen hat und ihr mit der Familie immer mal nach etwas sucht oder vielleicht sogar dachtet, Pandemie ist manchmal ein Tick zu viel, würde ich sagen, guckt euch wirklich Switch and Signal an. Oder gerade keinen Bock auf Pandemie-Thema hat. Ja, das stimmt, das ist natürlich auch so ein Ding. Und ich hatte gar keine Erwartung, als ich das Spiel am Anfang auf dem Tisch hatte. Eher so dachte ich so, Zugspiel ist es vielleicht sowas wie Ticket to Ride plus kooperativ. Und ich war wirklich positiv überrascht. Es hat mir viel Spaß gemacht. Nicht, weil wir gewonnen haben, das nur am Rande. Aber mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich hatte es auch nur am Rande mitbekommen, habe so ein Foto gesehen. Dachte, hey, cool, so Weichenstellen und Signale, sowas finde ich immer cool. Und das sieht aus wie so ein Pickup und Deliver. Ja, nett. Und dann so, oh, kooperativ. So ähnlich wie im letzten Jahr mit dem City-Building-Game bei Cosmos. Was, ein kooperatives City-Building? Brauche ich das? Brauche ich ein kooperatives Weichen- und Signalstellspiel? Ja, tatsächlich. Das hat mich wirklich auch absolut positiv überrascht. Hat echt viel Spaß gemacht, finde auch. Also wenn man, gebt dem Ding eine Chance, wenn ihr kooperative Sachen mag, sowieso. Aber selbst wenn ihr so ein bisschen kooperative Muffel in der Spielerunde habt, die gerne mal anderen auf die Mütze bashen, also auch da einfach, ging mir wieder. Aus anderen Gründen, Thema. Das Endergebnis ist gleich. Ansonsten erster Linie müsst ihr es natürlich selber für euch feststellen, aber ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen. David Thompson, was hat er da? Was fällt dir da was ein zu? Was hat er als der Autor? Irgendwann ein anderes Spiel? Mir auch nicht. Das Schöne ist immer, man muss nur wissen, wo es steht. Also klickt euch mal auf die Spieldigital oder auf BoardGameGeek. Aber es gibt noch jede Menge coole neue Sachen bei Cosmos, die jetzt ja als Neuheiten da sind. Ja, greif einfach mal hinten in den Schrank. Du fängst mal an. Ich habe mitgekriegt, gespielt Paris. Ich habe mit Pete Paris gespielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie so oft. Weil ich natürlich ja die Kamera bediene und gut aussehen muss vor der Kamera. Paris habe ich gegen Pete verloren. Das tut dich doch von ganz allein. Ja, ich weiß, aber vielleicht doch nicht. Aber ja, Paris, schönes, reines Zwei-Personen-Spiel, na, für zwei Spiele auch gekennzeichnet. Man könnte sagen, so ein Doppelphasen-Plättchenlegespiel, weil man ist hier in der Stadt Paris auf so einem Kopfsteinpflaster, man spielt hier auch in der Schachtel. Da muss man erstmal quasi Plättchen legen, um seine eigenen Spielbereiche festzulegen, wo man dann nämlich nachher in der zweiten Phase solche Gebäudeplättchen platzieren kann. Das darf man dann nur auf seiner Spielerfarbe und auf Jokerfeldern. Und ja, diese Gebäudeplättchen, die muss man sich allerdings auch erstmal besorgen. Also das ist immer ein schönes Abwägen, wann macht man welche Sache, und man hat gerne mal das Gefühl, man will drei Sachen auf einmal machen. Dann gibt es auch noch Bonus-Fähigkeiten, Plättchen, die so durch schöne Postkarten symbolisiert werden. Also, wenn man jetzt reine, abstrakte Zwei-Personen-Spiele sucht, das Ganze ist so eine halbe Stunde spielbar, hat auch ein bisschen Varianz durch diese unterschiedlichen Bonus-Fähigkeiten, die man da zünden kann, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Hübsch! Also das Ganze ist übrigens von José Antonio Abascal und illustriert hat es gut die Oriol Hernandez. Die Grafik ist von der Fiore GmbH. Irgendwie stimmungsvoll. Auf jeden Fall Paris, so ein kleines Geheimtipp-Thema. Paris zieht sich so ein bisschen durch, ja, der ein oder andere. Kiesling. Ja, also da findet man einiges. Ja, ist ja auch eine schöne Stadt. Können wir jetzt gerade nicht richtig besuchen. Deswegen spielen wir doch einfach mehr Spiele mit dem Thema Paris. Ich war im Wald. Ah, Blätterrauschen. Im Wald kann man sagen. Ja. Ich war mit Paolo Mori im Wald sozusagen. Blätterrauschen. Ein Roll and Ride, du hast glaube ich auch gespielt. Ja. Mit dem Gag, dass es halt vier Jahreszeiten sind. Und man auch tatsächlich quasi einen ganz dicken Block hier drin hat. Das ist auch schon 99% genau, vom Spielmaterial. Ist die, genau, der Block ist die. Ja, aber dafür halt vier. Also man hat wirklich Winter, Sommer, Frühling und auch noch den Herbst. Und es sieht nicht nur anders eingefärbt aus, sondern es sind halt auch andere
Wertungsbedingungen. Also das Prinzip ist immer so, es gibt halt hier zwei Würfel, da würfelt man, dann kommt da zum Beispiel mit der eine zeigt eine 2 an, der andere eine 3 und dann male ich jetzt ein 2x3 Felder großes Gebiet in diesen Block hier rein, von dem Startfeld, das halt jeder gewählt hat, ausgehend aus und dann tue ich in diesem Gebiet eine Symbolart an Sachen ankreuzen. Und irgendwann hat man keinen Platz mehr und steigt dann aus, die anderen machen noch ein bisschen weiter und wenn dann alle fertig sind, dann kommt es jetzt halt drauf an, was habe ich denn da jetzt wirklich in meinen Gebieten abgestrichen und das dann halt, ja, wie man das aus so Art Spielen kennt, halt die unterschiedlichsten Dinge, bei dem einen will man ganz viel haben oder die meisten haben, bei dem will ich eine gerade Zahl haben, da eine ungerade, da sind es nur Pärchen, da gibt's, will ich die Dinge außerhalb meiner Gebiete haben, da will ich und so weiter. Halt all diese Dinge werden da durchexerziert, in der Mitte gibt es immer noch einen Fluss. Das ganz thematisch eigentlich gemacht. Gefallen, ja, der Fluss, weil im Sommer ist der ausgetrocknet, ne, wetterbedingt. Da spielt der eigentlich fast keine Rolle. Aber nachher dann zum Beispiel im Herbst oder sowas, na, genau. Da ist ja dann wirklich ein Fluss. Da kann man den dann mitunter gar nicht überqueren oder nur schwer. Ist ja, ich glaube, im Frühling kann man den, da gibt es Minuspunkte, da kann man ihn überqueren. Genau. Ja, und so ist es letztendlich der gleiche Mechanismus. Aber durch diese unterschiedlichen Jahreszeitenblöcke gibt es da ganz viele unterschiedliche neue Icons, Tiere, die halt immer anders gewertet werden. Keine Ahnung, Eichhörnchen mit der Eichel zusammen zum Beispiel. Natürlich zur Jahreszeit passende Sachen genau, natürlich dann jedes Mal. Hier im Winter natürlich Schnee und so. Dann kann man entweder einzeln spielen und dann für sich werten oder man kann auch wirklich so einen Jahresrun machen, dass du alle vier spielst und dann die Sachen aufschreibst. Ich muss sagen, bei meinem ersten Spiel, wenn man halt im Frühling zusammen spielt, so ein bisschen, ja, okay, kann man machen, muss man nicht. Mein Fazit jetzt, nachdem ich dann das ganze Jahr gespielt habe und quasi dann, okay, und den Gag mit dem Fluss, und so, ist jetzt tatsächlich wesentlich positiver als nur nach dem gespielten Frühling. Also das ist quasi so, da ist jetzt die Gefahr, wenn man das im Vorbeigehen auf der Messe, ja, ich suche interessante Roll'n'Rides und dann guckt man ganz kurz den Frühling an, ja, nee, kenne ich nicht. Und so. Der Gag, ich finde tatsächlich, das Gesamtding ist tatsächlich, und ich glaube, das ist auch die Form, in der ich es dauerhaft spielen würde, lieber dann den längeren Run, dann dauert es von mir aus eine Stunde und man macht dann tatsächlich das ganze Jahr. Es also, sind auf jeden Fall genügend Blätter auf dem Block drin, dann kann immer alle vier Jahreszeiten spielen. Ansonsten geübte Roll-and-Ride-Spieler, die laminieren ja immer ganz gerne, ist natürlich auch noch. Und da kommen bestimmt auch noch andere Sachen, da ist auch schon so ein bisschen was in Planung, dass man da thematisch noch ein bisschen schöne, interessante Sachen machen kann. Ich habe das zum Beispiel auch auf dem Presse-Event, digitalen Presse-Event von Cosmos mit Pia gespielt und die hat auch da ganz gut gepunktet. Ich glaube, von all denen, die da war, hatte sie auch die Drittplatzierte. Wir haben quasi eine große Runde zusammen Blätterrauschen gespielt. Das ist ja auch eine schöne Sache jetzt hier, digital über Skype und kann man ja Roll and Ride immer prima mit mehreren Leuten spielen. Einer hat die Kamera, würfelt für alle, die anderen haben die Blöcke zu Hause. Also eine schöne Sache, wenn man jetzt vielleicht auch mal mit seinen Verwandten in Übersee spielen möchte. Ja, ganz genau, dass ich irgendwie zurzeit nicht besuchen kann. Ich finde tatsächlich, also es hat eine positive und eine negative Sache, sind mir tatsächlich aufgefallen. Die positive ist, so Leute wie Hunter höre ich ja immer gerne, oh nee, hier ist sowas in Kartograf, ich muss richtig was malen, ich kann doch nicht malen, nicht mal einen Baum, ich will nicht. Hier muss man nicht malen können. Hier muss man einkreisen. Der Haken ist tatsächlich, ja genau, so. Das Blatt, das ist natürlich ein lustiger Manko, der in einem anderen Roll'n'Ride mir noch nie so aufgefallen ist. Das Blatt ist unangetastet am schönsten. Und sobald man damit fertig ist, hat man da halt Wildgebiete durchgestrichen. Ja, man schraffiert die auch, dass man die nicht nochmal wertet. Man macht das Blatt sozusagen, man verunstaltet es regelrecht. Wenn man dann fertig das heißt, die hat das Herz geblutet. Ja, es ist so ein bisschen das Anti-Kartograf. Da malt man so Landschaft. Ja, aber wenn Hunter Kartograf ist, danach auch genauso bei Hunter, schlimm. Bei Hunter sieht es ähnlich aus. Aber es ist ganz interessant, also das hier, denkst du, ach schön. Und dann fängt man da an zu sagen, ich habe dann auch versucht, ohne durchzuschreien, dann wird es aber verwirrend. Ja, und man sollte die Gesamtgebiete abstreichen. Ja, es geht natürlich neuer weiter. Neuer Exit-Fall, diesmal Schwierigkeitsgrad. Fortgeschritten. Also hier kann mal wieder was auf einen zukommen. Und immer noch die Brand selber und nicht irgendwelche Gastautoren. Natürlich mit Ralf, Ralf Kerfurt, der das natürlich dann ja von Anfang an schon betreut hat. Das ist ja auch das Exit-Trio, die ja hier durch alle Exit-Rooms der Welt. Die ja bis jetzt immer wieder geschafft haben, dass es so
ein Highlight oder eine spezielle Sache irgendwie gab. Also jedenfalls die, die ich gespielt habe. Ich habe noch weit nicht alle gespielt, aber 6, 7 habe ich schon gespielt. Ralf bis in, jetzt. Von Kosmos, Ralf, ja. Jemand da, Inka, Markus. Wart ihr auch in Rust? Habt ihr die macht jetzt auch die virtuellen Escape Rooms? Ich habe ja Yulby machen können. Hier diese Weltneuheit da im Europapark, ja. Rust-Ambiente. Und das ist ja letztlich ein VR-Escape Room, weil hier halt auch Portal zwischen den Welten, muss ich jetzt wieder dran denken. Also falls ihr im Chat schreibt es jetzt, dann kann der liebe Andreas mir nachher die Antwort mitteilen. Ansonsten, wenn wir uns das nächste Mal, ich hoffe, es gibt ja eine Welt mit Messen zum Anfassen. Ja, das scheint hier so ein bisschen Stargate-mäßiges Thema vielleicht zu sein. Und bleiben beim Thema Exit. Ach ja, da hat natürlich die Welt hat drauf gewartet. Endlich ist ja der Adventskalender. Schönes Teil. Andreas hat es hier uns auch mal liebevoll ausgepackt. Da gibt es noch ein paar extra Sachen. Ich sehe so ein paar Heftchen. Die Dekodierscheibe ist dazu. Ich glaube, öffnen können wir es schon. Nicht, dass wir jetzt den Oberspoiler hier gemacht haben. Nee, das bringt auch Pech, glaube ich. Aber ihr seht es hier schon. Irgendwie Skiabfahrtsgebiet ist angesagt. Mein Gott. Also ist es dann, ist es auch ein, also sind das jetzt 24 einzelne Rätsel? Ist wirklich, ist schon eine Geschichte. Also man ist das Heft da hinten. Ja, da ist es dann quasi das der Hilfblock und die Spielanleitung und so ein kleines Storybook, was wir jetzt hier nicht liegen haben, aber Storyblock. Es gibt auch einen Adventskalender wieder so in Buchform, auch von Kosmos. Ne? Also da kann man das quasi. Genau, es ist auch so ein bisschen dieses System hier, das ihr aus den Büchern kennt, wenn ihr die Excel-Bücher kennt, mit dieser Code-Dings hier, die man dann hier so durchschiebt. Also ein bisschen anders, als man das teilweise aus den Spielen kennt. Und Storyblock ist natürlich klar, dass da ein bisschen jetzt noch mehr Flavor und so mit reinkommt. Und da aber natürlich auch hier. Level Einstieg, also der Einsteiger, da vielleicht jetzt als super geübter Exit-Spieler dann nicht, ich meine, ist dann wahrscheinlich doch fürs Kind ein bisschen mehr. Hast du schon einen Adventskalender? Ja, den Exit. Den? Auf jeden Fall. Ich hatte auch einmal mit so Retro-Süßigkeiten. Aber oft hat man, ich bin Süßigkeiten, ist ja jetzt verbannt worden. Ja. Nein, das stimmt nicht ganz richtig. Ich will sozusagen auf so normalen, weißen, raffinierten Zucker verzichten. Ansonsten kann man natürlich unendlich viele süße Sachen machen, aber einfach selber hergestellt jetzt diesen. Um deinen Adonis-Körper genau, behalten vielleicht, mal wieder so, wie man früher mal aussah. Aber ja, wir schweifen ab. Adventskalender, freue ich mich. Kirschtasche. Kirschtaschen gibt es auch nicht mehr bei uns. Andreas hat mir immer gerne eine Kirschtasche mitgebracht. Jetzt gibt es einfach einen Streichler auf dem Bauch. Genauso sehr, wenn nicht sogar noch sehr, als über den Adventskalender habe ich mich aufs neue Adventure-Game gefreut. Also das ist ja quasi die Point-and-Click-Variante in Brettspielform umgesetzt worden. Ich fand die Entwicklung, die Reihe gemacht hat, wirklich sehr gut. Gerade ja der Vulkaninsel, der letzte Fall, wo es auch dann mal Auswahlmöglichkeiten oder sagen wir mal so, wo Dinge sich verändert haben, hat man zum Beispiel schon mit der Person gesprochen oder die Sache gemacht oder war an dem Ort. Dann gab es ja diese Marker, also dann ist da etwas passiert. Man hat schon mit dem interagiert in bestimmten Fällen. Mhm. Dann später kam dann etwas anderes, was ja klassisch ist in diesem Genre. Und bin jetzt hier mal gespannt, was hier implementiert wurde und wie es hier weitergeht. Also ich finde die Reihe wirklich immer noch sehr gut. Deswegen spiele ich das auf jeden Fall mit der Family weiter. Wir gucken, können euch hier auch noch mal ein bisschen das Cover zeigen letztendlich. In Hotel geht's. Ja, ins Hotel. Hotel Abaddon oder so. Ja, was auch schon wieder, ich fühle mich so ein bisschen französisch angehaucht ist. Vielleicht ist das eine Vorstadt von Paris, oder? Abaddon, La Bon. Irgendwie so. Jedenfalls, so wie du es aussprichst, geht es in die Richtung. Natürlich Phil Walker Abaddon. Harding wieder, Matthew Darmston und Ute Wiegland. Ist Wahnsinn. Also mir ist jetzt wieder, weil ich auch wieder Platz schaffen musste, bin ich ganz streng durch mein Regal gegangen und habe Enigma aussortiert. Das ist, glaube ich, ein alter Zoch-Titel. So alt ist er aber eben gar nicht, sondern ein paar Jahre alter Zoch-Titel. Dieses Rätselspiel, erinnerst du dich noch? Ja. Wo du so kleine Rätsel bekommen hast. Und es war halt noch vor diesem Rätselboom. Und das konnte ich jetzt einfach bedenkenlos aussortieren, weil das hat man damals, war das ist doch ein geiles Spiel. Was heißt, und aber jetzt gibt es wirklich eine Welle an dieses ganze Exit, Adventure-Games, wirklich diverse hochqualitative Rätsel rein, wo ich quasi immer wieder neues Rätsel und so Adventure-like Futter bekomme.
es, ja, ich wollte an der Stelle einfach mal wieder, einfach mal wieder einfließen lassen. Ja, du wolltest ja einfach nur... Da, jetzt müssen wir eigentlich gar nicht groß, haben wir ja gerade gespielt. Ja, ja. Schön, dann lass uns doch genau... Du hast gespielt, habe ich gehört. Ich habe es letztens gespielt, genau, mit meiner Frau und einem Freund. Bleiben wir ja vielleicht so ein bisschen beim Abenteuer erleben, so im weitesten Sinne. Da bin ich richtig neugierig, das hatte ich ja schon letztes Jahr auf der Liste, habe ich auch irgendeinem anderen Video schon mal erzählt, bin dann da auf das Spiel rumgeirrt und habe dieses Spiel nicht gefunden. Wo ist es denn? Wo ist denn von Greenville 1990? French damals noch und jetzt eben in der lokalisierten Fassung bei Cosmos in den aktuellen herbstdigitalen Neuheiten. Das Ganze ist ein Spiel 3 bis 6 Spieler und es ist ein Geschichten-Erzählspiel. Also das wird viele Spieler, Spielerinnen erfreuen und ich glaube aber auch einige damit gar nicht abholen. Ja? Also das sei schon mal gesagt, ich glaube, das ist ein Spiel, was nicht für jede Spielgruppe geeignet ist, aber meine Spielgruppe hatte damit auf jeden Fall viel Spaß. Und damit ihr mal sehen könnt, um was es denn eigentlich geht, muss ich mal einen dieser Stapel hier auspacken und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz im Detail. Wir haben hier jede Menge schön interessant illustrierte szenische Karten, die alle so ein bisschen ja so horrormäßig angehaucht sind. Oft ist irgendwie da Blut oder wir haben natürlich so Anspielungen für Stranger Things, Shining und. Also da gibt es jede Menge coole Karten und das Spielprinzip ist jetzt so, dass wir hier auf diesem Spielplan, wir sind halt als Team mindestens 3 Spieler unterwegs, in so einer Dimension vielleicht gefangen, da wollen wir ausbrechen und wir dürfen nicht hier ins Nichts verschwinden. Und jeder Spieler, nehmen wir mal an, wir wären jetzt mal hier, ich wäre ein Spieler, du wärst ein Spieler und jetzt gibt es hier noch einen dritten Spieler, bekommt am Anfang eine Karte und dann beschreibt jeder, was er da auf der Karte sieht, möglichst detailliert. Ich habe jetzt hier irgendwie, das sieht vielleicht so aus wie das Innere einer alten Hütte bei mir oder was hast du denn? Seht ihr, was auf dem Spind geschrieben steht? Ja, bei dir ist vielleicht ein altes Schulgebäude. Wer kann mir sagen, in welchem Film das vorkommt? Ja, also da könnt ihr nochmal schauen. Er hält es extra auf den Kopf, damit es schwieriger wird. Ja, ist richtig. Ja, Jan macht es auf jeden Fall richtig. Und das Wichtige ist, nicht nur zu erzählen, was man auf seiner Karte sieht, sondern es geht schon darum, eine Geschichte zu entwickeln und nämlich, was macht man weiter? Also du bist zum Beispiel, würdest uns ein bisschen diesen Gang beschreiben, diesen Schulgang, und würdest dann mal sagen... Du siehst das Bild noch gar nicht. Naja, doch, das liegt schon, aber es ist ja ein großer Tisch, also das liegt schon offen auch vor. Aber viel wichtiger ist dann zu sagen, was machst du denn? Also du bist ja an diesem Ort. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, du gehst hier mal in diese Tür rein und vielleicht ist die Aula oder vielleicht ist es da dunkel und du siehst noch nichts. Oder das ist so gruselig, du verlässt das Gebäude. Oder auf einmal knallt es und was ganz anderes passiert. Weil dann geht es jetzt nämlich darum, dass einer von den Spielern immer einer Spielleiter wird und je nach Spieleranzahl werden dann weitere von diesen Karten aufgedeckt. Also zum Beispiel im Spiel zu dritt werden 3 Karten plus 2 Extrakarten aufgedeckt. Dann gibt es ja noch so andere Token. Und jetzt muss der Spielleiter von den Karten, die jetzt hier zusätzlich aufgedeckt wurden, überlegen, welche Karte würde denn passen zu der Weiterleitung deiner Geschichte. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du bist jetzt in diese Tür gegangen. Und jetzt sehen wir hier gerade als Karten vielleicht irgendein Ort, der aussieht wie ein neuer Raum oder irgendwas und der muss dann der Spielleiter verdeckt tippen, okay, da sieht er sozusagen weiterleitend die Geschichte von dem Spieler, von dem Spieler, von dem Spieler. Das passiert bei verdeckt. Jedem quasi das Bild zur Geschichte zuordnen. Genau, genau, wie sie also weitergehen kann. Bei mir hätte jetzt die Karte auswählen müssen. Nee, bei dir, also die nächste, gedanklich nächste was Karte. Was wie die Geschichte weitergehen könnte, welches Bild die Geschichte weitererzählt, weil du hast ja gesagt, eine Richtung, die du weitererzählen möchtest. Also und dann müssen die anderen Spieler, dann macht der Spielleiter Pause, die anderen Spieler müssen dann quasi sich zuordnen. Die denken dann auch, okay, die müssen dann rausfinden, was der Spielleiter glaubt, denkt, wie es weitergeht und was sie auch denken, was gut. Und die Karten haben viele kleine Details, die können manchmal irreführend. Also da ist zum Beispiel so eine blutige Handabdruck ist öfter mal oder ein Basketball oder so Symbole. Und die könnte man manchmal berücksichtigen, aber manchmal sind die vielleicht auch verwirrend, die den Spielleiter, weil der denkt, ah ja, oder er versucht quasi Einfluss zu nehmen. Ich habe von einem lauten Geräusch gesprochen, dann denkt er, komm, ich versuche ihn drauf zu lenken, dass das Auto. Das war vielleicht ein lautes Geräusch.
euch oder da ist ein Fernseher oder so, genau. Ist das Ganze dann richtig zugeordnet, dann bekommt der Spieler, also wo die Zuordnung richtig war, die nächste Karte. Jeder Spieler braucht 4 Karten, das Ganze ist auch kooperativ, wenn alle 4 Karten haben, hat man es geschafft. Sollte eine falsche Zuordnung erfolgt sein, dann muss die jeweilige Spielfigur hier einen Schritt ins Richtung Nichts gehen und sobald eine Figur ins Nichts gegangen ist, ist das Spiel gemeinsam verloren. Es gibt hier auch noch so 3 extra Sonderfelder, gibt so Tokens, man kann zum Beispiel so ein D20 finden oder ein Rubik's Cube und dann haben die nochmal andere Effekte, sodass man vielleicht mal was tauschen kann oder man kann den Spielleiter mal fragen, ist das richtig zugeordnet oder tauscht es und so eine Sachen. Und wirklich, also wer auf Geschichten erfinden und erzählen Lust hat, na, dann geht quasi die Geschichte weiter, du erzählst, was siehst du auf der neuen Karte, was passiert dann. Solltest du falsch sein, gibt es ja keine neue Karte, dann kannst du entweder nochmal das Gleiche erzählen oder nochmal eine andere Wendung haben. Also ich gehe jetzt vielleicht doch mal lieber in den Keller und gehe nicht durch die Tür in der Schule und so eine Sachen. Also ja, wer Bock auf coole Karten erkunden, entdecken hat und ja, seiner Fantasie freien Lauf lassen will, für den ist das, denke ich, genau das Richtige. Wisst ihr schon, dass ihr so Kommunikationsmuffel und nur Punkte... Ich mag keine Geschichte. Ja, ja, genau. Ja, oder da man sieht so ein schönes Bild und da macht es gar nicht Klick. Ja, dann würde ich davon abraten. Aber wenn jemand das in eurem Freundeskreis hat, lasst euch auf jeden Fall mal drauf ein. Und ich kann nur empfehlen, einen schönen Soundtrack, sowas wie Tabletop Audio, auch großartige Seite für Rollenspielbereiche, macht da mal einen schönen mystischen Soundtrack That's an. True. Und dann ist man cool. Da ein Feeling. Ja. Also ich freue mich total, dass dieser Titel jetzt seinen Weg nach also Deutschland Jan gefunden hat. Also Jan und ich, wir werden da großartig auf den Wips. Ich habe da auch großen, also mich mag das total an. Ich kann natürlich auch verstehen, wie du sagst, es gibt einen bestimmten Spielertyp, der, glaube ich, keinen Bock auf so Kommunikations-Erzählspiele hat, aber alle anderen, gerade mit der Stranger Things im Nacken, sollte sich Greenville 1989, das ist natürlich auch, ja, da war ich 10 Jahre alt, 1989. Ja. Das war, da stand mir noch alles offen. Die ganze Welt lag mir zu Füßen. Soll ich sagen, ich war da erst 4. Oh, ja. Du Jungspund, du. Sehr gut. Jetzt werden wir aber ein bisschen, 1989, bisschen größer und schwerer wird die Packung. Wir haben Martin Wallace, da möchte ich aber gar nicht allzu viel zu sagen, weil da haben wir tatsächlich die seltene Situation, dass da eine Review schon online ist bei Hand und Kron. Anno 1800, das große Brettspiel von Martin Wallace. Martin Wallace, ja, einer der großen Namen der Brettspielszene, der hatte ja auch lange einen eigenen Verlag, den hatte vor ein paar Jahren, hat er sich da halt leider dann von verabschiedet, aber er hat sich zum Glück nicht vom Spielemachen verabschiedet, macht weiterhin fleißig Titel. Das ist einer, der ja, heiß erwartet wurde, tatsächlich auch von mir, obwohl ich gar nicht der Anno-Spieler bin. Ich liebäugel damit und ich habe auch da, ich verfolge das immer so ein bisschen am Rande. Ich erinnere mich an den, in den letzten 2 Jahren quasi eher in Podcast-Form mit Anno zu tun gehabt, aber selber gespielt, eine Wortmeldung. War keine Wortmeldung. War so, wir sollen da, jetzt habe ich nochmal das Signal verstanden. Das Cover zeigen und natürlich hier zurück. Genau. Und wie man es in Anno kennt, vielleicht ganz kurz, es geht wahrscheinlich um viel Waren. Waren, Waren, Waren. Ja, man tauscht Waren, man handelt sich Waren, man handelt sich Warenketten hoch. Man handelt sich Waren ein. Man handelt sich Waren ein. Ja, es gibt halt wirklich, man hat auch ein großes Tableau, man hat halt diverse Plätze, da kommen dann Fabriken hin, die wieder Waren produzieren. Da gibt es halt in unterschiedlichen, ja, wie soll man sagen, Exklusivitätsstufen. Das heißt, ich brauche halt bestimmte Plättchen, um wieder andere Plättchen herstellen zu können, So versucht er halt irgendwie möglichst geschickt. Es gibt halt auch so ein, ich muss nicht alles selber haben, auch da kommt natürlich der Handel ins Spiel gerade, deswegen empfehle ich es auch eher 3 bis 4 Leuten, weil ich halt auch wirklich dann, es gibt jede Industrie nur in einer sehr begrenzten Stückzahl. Wenn ich zu zweit spiele, bekomme ich damit unter gar nichts mit. Ja. Wenn ich Glas will, dann kann ich mir die Glasfabrik nehmen. Aber wenn man halt in einer größeren Besetzung spielt, dann muss ich schon noch ein Augenmerk drauf haben. Okay, das Glas kann ich jetzt nicht mehr selber, bei dir kann ich mit Glas tauschen. Und dann kommt halt auch diesen Handelsschiffen und Flotten, die man da anlegt. Also man hat dann auch Kriegsschiffe, mit denen man die neue Welt erkunden kann, wo man auch wieder auch spezielle Waren, ja, thematisch natürlich, haben wir in der Rezension, gehen wir alles drauf ein, thematisch wird da natürlich wieder ein paar Dinge zurecht geklopft und ausgeklammert. Ja, das brauchen wir hier nicht nochmal faziten, aber man geht auch in die neue Welt, kann da wieder spezielle Waren entdecken, die tatsächlich nur in der neuen Welt gibt. Elfenbein oder weiß der Kuckuck was, das ich halt auch wieder brauche für ganz bestimmte Dinge. Aber es geht halt wirklich darum, den effizientesten, effizientereren Weg, also meine Mitspieler in diesem
dieser Handelswarenkultur. Es wird hier hinten schön beschrieben, Strategen 5 von 5 Punkten, Glückspilze 1 von 5 Punkten. Wenig Glück. Ja? Also, ja. Und Anno-Fans sollen hier auch voll auf ihre Kosten kommen. Aber genau das erwartet man ja auch, dass so ein Spiel, so ein strategisches Ding jetzt nicht der Glücksfaktor ist. Also, wie gesagt, guckt euch das vollständige Video an, zumindest das Fazit, wenn ihr Bock drauf habt. Hat Hunter und mir beiden gut gefallen. Ist jetzt nicht das, wo wir jubeln, unsere Mützen oder hochlaufen. T-Shirts aussehen. Ist ganz jetzt der Moment, wo wir... Er kommt noch. Anno 1800 ist noch nicht der T-Shirt-Ausziehmoment. Aber, es ist aber ihr habt schon kurz gehofft, dass diesmal der gute Kron sein Shirt auszieht. Einmal seinen Big Mac-Bauch zeigt. Der einzige Mensch, den ich kenne, der Beefy, die Hosentaschen... Karatza. Die Hosentaschenpizza. Wirklich, ich kenne... Also jetzt noch, sagen wir es mal so. Ja klar, immer. Wir gehen weiter, wir werden gigantisch groß. Live hier. Ich glaube, das ist auch erst gerade, weiß nicht, gefühlt von einer Stunde oder gestern, da verschwimmt es ja auch so ein bisschen. Ich glaube, ich stelle es wieder hinten. Ich stelle es wieder rein, damit es nicht so leer ist. Katan hier natürlich auch eine dicke Box, die Sternfahrer, wurde ja von vielen erwartet, dass es wieder neu aufgelegt wird. Das wurde ja auch neu aufgelegt und klassisch ist ja bei Katan auch immer eine 5-6 Spielerweiterung. Die gibt es natürlich jetzt ja auch. Ist gefühlt so dick wie manch andere Spiele überhaupt. Ne? Da ist natürlich viel Stuff drin. Da sind wieder die Raketen drin, die man ja auch so schön bestücken kann. Wer noch Originalteile hatte von damals, die sind ja dann schon halb auseinandergefallen. Das ist natürlich hier jetzt nicht so. Ist natürlich alles schön und neu. Ist auch eine geile Box gewesen. Ja. Ja, die ist, ja, können wir vielleicht das ja auch mal. Geil gewesen. Das wäre ganz geil gewesen. Wir haben grad, wenn man die sozusagen auf den Kopf stellt, die Box, dann passt es. Dann ergibt es ein schönes Bild. Aber ja, also das ist natürlich für Katan-Leute oder Varianten. Ich muss aber sagen, bei mir persönlich erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass das auf den Tisch kommt, oder? Auf jeden Fall. Weil diese größeren Sternfahrer noch von der Katan-Reihe. Das sind dann oft diese Roll-and-Rides oder Deduktionsspiele oder klassischen Partyspiele, die für die so großen. Und diese Sechser-Strategiespiele, die hat man immer noch nicht wie Sand am Meer, finde ich. Und da, zack, ich meine, vor allem, es gab früher die 5-6er-Erweiterung, kannst du jetzt nicht Sternfahrer reprinten und dann sagen, ja, nee, das netter Versuch, könnt ihr nicht zu 5-6 spielen. Deswegen auch da. Das ist gerade das, was hier uns erreicht hat. Ich will nichts sagen, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen kleinen Titel, der sich da versteckt. Schaut natürlich einfach mal auf der Spiel-Digital-Seite da vorbei, auf dem digitalen Stand. Und da gibt es natürlich all die Sachen in der Übersicht. Auch wieder viele schöne Videos verlinkt und neue Informationen. Und was es da alles auch noch an extra Programm von Kosmos gibt, das könnt ihr natürlich da alles übersehen. Ich weiß nicht, ob es noch eine Frage vielleicht irgendwie im Chat gab, dann könnten wir da natürlich auch nochmal kurz drauf eingehen, falls da euch noch irgendwas auf der Seele gebrannt ist, ob ihr denn doch noch eine Karatza-Story über Jan hören wollt oder wer weiß. Ach ja, das wäre auch schon, weißt du, hier normal sind wir jetzt natürlich, es ist ja schon Essen-Feeling, aber es ist noch nicht ganz das Gleiche. Ist ganz Essen. So in Essen rumlaufen. Und ja, natürlich. Es ist wir schlafen in unseren eigenen Betten heute Abend. Das hat ja niemand gesagt. Also, okay. Hast du vielleicht gedacht, aber wir haben ja nebenan hier auch einen kleinen Schlafplatz. Also wir schauen mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr das Let's Play genossen habt. Hoffe ich natürlich, dass ihr jetzt mal den Einblick über die Neuheiten gewonnen habt. Wir machen jetzt hier an der Stelle kurz Schluss und ansonsten geht es natürlich mit dem normalen weiteren Programm auch gleich dann weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss.